Wir sehen den Dirk Böttcher im Bild, im Hintergrund ein großes A. Die meisten Genealogen, denke ich, können mit dem A was anfangen. A steht für die Genealogie-Software. Ahnenblatt dürfte bei den Genealogen, die schon ein bisschen unterwegs sind, ein sehr bekanntes Werkzeug sein, bei vielen sicher auch im Einsatz. Von daher verwundert es nicht, dass heute Abend doch eine ganze Menge hier zu uns gekommen sind, um Neuigkeiten zu hören. Neuigkeiten, die uns Dirk Böttcher, der Programmierer der Software Ahnenblatt, sicher gleich vorstellen wird. Es hat einen Versionssprung gegeben und wir freuen uns, dass wir heute zu dieser Version 4 die Neuigkeiten erfahren, nachdem Dirk ja uns damals auch von der Version 3 eine Menge berichtet hat, sind wir gespannt, was es mit der Version 4 auf sich hat, was ist dazugekommen, was ist interessant für uns. Und wir freuen uns da auch live mit dabei zu sein, um zu sehen, was ist alles spannend an Neuigkeiten dabei. Lieber Dirk, du darfst loslegen. Ja, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Böttcher und ich bin der Entwickler von Ahnenblatt, der Genealogie-Software. Und ich bedanke mich natürlich bei dem Verein für Computergenealogie, dass er mich eingeladen hat und dieses Meeting hier ermöglicht hat. Und ja, wer hier zuhört und vielleicht noch kein Mitglied ist des Vereins, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es lohnt sich. Ja, das Thema heute ist überschrieben mit Ahnenblatt 4. Was ist neu? Da schauen wir doch mal. Es ist wirklich ein neuer Versionssprung. Und wir schauen einfach mal ein paar, vorab ein paar Infos. Ahnenblatt ist ein Allround-Genealogieprogramm. So habe ich das jetzt einfach mal genannt, weil ich den Anspruch erhebe, nicht spezialisiert zu sein mit meiner Software auf irgendein Spezialgebiet, auf ein Einzelgebiet, sondern den Ahnenforscher rundum glücklich machen möchte. Die Software selber gibt es schon seit 2001. Es ist eine Desktop-Software für Windows, läuft also nur auf Windows-Rechnern und auch nur zur Installation, nicht irgendwo im Internet. Ist das meistgenutzte Genealogieprogramm für Windows gewesen 2018 in einer Umfrage des Vereins für Computergenealogie. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und seit 2019 gibt es die Version 3 und das war die erste kostenpflichtige Version. Dann gab es wieder eine Umfrage 2021. Da ging das dann auch, war ich auch wieder mit Ahnenblatt das meistgenutzte Genealogieprogramm, diesmal mit der kostenpflichtigen Version. Das konnte man ja vorher nicht ahnen. Vielleicht springen ja viele ab, könnte man meinen. Vielleicht ist die Software auch nur beliebt, weil sie kostenlos ist. Und es war auch das bestbewertete Genealogieprogramm 2021 in der Umfrage. Und das Upgrade auf Version 4 gibt es relativ frisch seit Februar, ich glaube 20. oder so, 20. Februar 2024, also gerade mal ein paar Wochen her. Ich habe mich auch deshalb so beeilt, wenn man sie, diese Reihenfolge sieht, 2018 und 2021 gab es Umfragen. Könnte man jetzt ja meinen, 2024 wird es wieder eine Umfrage geben, aber ich habe, glaube ich, schon gehört, dass es da wohl Verzögerungen gibt, dass nicht unbedingt dieses Jahr noch mit einer weiteren Umfrage. Ich bin jedes Mal gespannt, wie das denn so aussieht mit Umfragen. Ich finde die immer toll. So, schauen wir mal. Ahnenblatt 4 übrigens ist der Nachfolger von Ahnenblatt 3, was 2019 rauskam. Also ist das im Prinzip 5 Jahre her. Und in der Zwischenzeit, ich kann sogar die 3er-Version hier mal starten, das sieht man dann auch an der Versionsnummer. In den 5 Jahren gab es, das ist die 3.60 gewesen. Ich zähle die Updates einfach immer nur hoch. Es gab 60 Updates in der 3er-Version. Und ja, und das innerhalb von 5 Jahren. Also Ahnenblatt wird relativ häufig abgedatet. Ich bin dann auch immer wieder überrascht. Ich habe sogar schon von Anwendern gehört, die sich gemeldet haben und gesagt haben, das letzte Update war im Oktober. Ich habe lange kein Update mehr gehabt. Wird die Software überhaupt noch weiterentwickelt? Also soweit ist es schon, dass die Anwender, ich weiß nicht, bei anderen Software, da gibt es nicht so häufig Updates und ich bin dann jedes Mal überrascht. Aber gut. Was ich zeigen wollte, deshalb habe ich überhaupt die 3er-Version, eigentlich kann man die schon wieder vergessen, aber ich möchte die doch mal nebeneinander zeigen. Ich werde die Änderungen in der Version 4 einfach mal so, ich sag mal, nach Wichtigkeit. Das Interessanteste kommt zum Schluss. Also bitte dranbleiben. Mal zeigen. Das wird man hier wahrscheinlich überhaupt nicht erkennen können, dass die Version 4 jetzt auch auf Laptops, Notebooks, gerade die mit Skalierung arbeiten, das ist am normalen Rechner, wird man das wahrscheinlich gar nicht machen, aber
Notebooks haben normalerweise eine Skalierung, Windows-seitig, dass die Schriften vergrößert werden und dann sieht die Schrift gestochen scharf aus, was unter der Dreier-Version nicht der Fall war. Das wird man hier nicht erkennen. Was man aber erkennen wird, ist, wenn ich hier so einen Eingabedialog aufwerfe, das ist jetzt für die Version 3. Ahnenblatt arbeitet extrem viel mit Reitern, mit Karteireitern in den Dialogen, ganz aber aus dem Grund, um möglichst viele Informationen in diese Dialoge reinzubringen. Und unter Windows 11, ich weiß nicht, da brauche ich schon irgendwo eine Brille oder irgendwas. Es liegt nicht an mir, es liegt vielleicht an der Programmierung, kann man natürlich sagen, aber standardmäßig mag Windows anscheinend solche Reiterleisten nicht. Ich kann hier die Reiter wechseln, aber man sieht hier kaum, was ist hier eigentlich aktiv? Welcher Reiter ist aktiv? Das sieht ja alles gleich aus. Das sind so Kleinigkeiten, die habe ich dann mit der Version 4, das ist jetzt die Version 4, die gestochen scharf halt die Schriften auch anzeigt und so weiter. Aber wir öffnen ja auch mal den Dialog und man sieht hier ganz klar, es ist der Reiter Daten geöffnet, es ist der Reiter Eltern und Geschwister geöffnet. Es sind die gleichen Reiter, aber man hat hier ganz klar, das habe ich halt dran programmiert, damit das optisch einfach besser zu sehen ist. Das sind so Kleinigkeiten, die man oder die ich dann geändert habe in der Version. Dann können wir auch schon wieder, das war nur ein ganz kurzer Vergleich, die Dreier-Version auch schon wieder vergessen und beenden. Nur einmal, damit man es mal gesehen hat. Und wo da die Unterschiede sind in den Reitern. Es ist jetzt also wesentlich besser erkennbar. Was ich hier noch geändert habe, ist neu das Kopieren von Medien. Gab es ja auch schon vorher in der Dreier-Version. Dann ist hier so ein Doppelfile und dann kann ich, wenn ich draufklicke, ein Bild zu anderen Ereignissen, zu anderen Personen kopieren. Wechsel mal die Person hier. Ich kann Medien, sagen wir mal, eine Geburtsurkunde, die kann ja durchaus mehr Informationen haben, als jetzt nur die Geburt der Person geht oder um den Täufling. Da können ja auch Sachen drin stehen, wie Berufe der Eltern oder überhaupt die Eltern namentlich und solche Sachen oder Wohnort und solche Sachen. Dann kann man halt solche Dokumente, Bilder oder auch Quellen zu anderen Personen hin kopieren. Und da wurde ich dann gefragt, wie sieht das dann aus mit Adressen? Kann man das nicht mit Adressen auch machen? Hier haben wir eine Adresse, ein Wohnort bei den Partnern. Regina Willner und der Josef Arthur Beckmann, die sind miteinander verheiratet und da ist ein Wohnort hinterlegt mit einer Adresse. Und da kann es doch auch Sinn machen, dass man eine Adresse mal kopiert. Und zwar möchte ich die Adresse zu den Kindern kopieren. Und das kann ich hier nämlich jetzt machen. Das ist eine neue Funktion. Und ich kopiere die Adresse und der Dialog sieht auch wieder aus, wie ich ihn kenne, vom Medien oder Bilder kopieren oder wie von Quellen kopieren. Und ich kann jetzt sagen, okay, diese Adresse kopiere sie mir mal. Entweder zu einem anderen Ereignis. Das kann jetzt hier bei dem Wohnort nicht unbedingt Sinn machen, es sei denn, er hat im Homeoffice gearbeitet oder sowas, dann könnte ich es zum Beruf kopieren. Nein, aber ich kann es zu Person kopieren und könnte jetzt sagen, okay, ich kopiere jetzt zu den Kindern, die markiere ich jetzt hier beide mal. Ich könnte auch weitere Personen hinzufügen, aber das sind so die direkten Verwandten, das sind die ich hier rechts hier aussehe, Vater, Mutter, Geschwister und so weiter. Und die Kinder, ich kann die Kinder hier markieren und kopiere zu denen jetzt diese Adresse. Und dann würden die auch so einen Wohnort bekommen. Allerdings nicht mit diesem Jahr. Hier steht jetzt von 1960 drin. Das würde nicht mit kopiert werden. Das gucken wir uns mal an. Jetzt rufen wir mal auf den Gregor und gucken unter Daten. Da sind jetzt die persönlichen Daten drin. Wohnort und ja, ist jetzt Dortmund. Das ist jetzt sogar markiert. Adresse ist drüber kopiert worden. Und bei Daten, da steht halt nichts drin. Die Jahreszahl, das Datum, das müsste ich jetzt individuell hier eintragen. Weil ich weiß ja nicht, hat der dann da schon gewohnt und nicht. In diesem Fall ist der sogar schon vorher geboren, also von daher wurde vorher getauft, also wird er da schon gelebt haben, wird wahrscheinlich da auch schon gewohnt haben, aber das müsste ich dann hier manuell eintragen. Also dieses Adressenkopieren ist jetzt neu hinzugekommen. Auch ganz neu hinzugekommen ist, dass ich in mehrzahligen Feldern, und das sind hier zum Beispiel Notizen, Quellen, aber ich habe auch bei den einzelnen Ereignissen auch die Möglichkeit, dass ich Internetadressen eingeben kann. Also wenn ich jetzt hier meine Lieblingswebseite eingebe, wird die mir hier blau unterstrichen. Es wird nicht alles unterstrichen, es wird dann nur der Text unterstrichen, der denn der einen Internetlink enthält. Und das Besondere ist, ich kann auch, da sieht man auch schon hier, der Mauszeiger ändert sich, ich kann auch auf solche Internetadressen, kann ich jetzt auch draufklicken. Und dann öffnet sich der Internetbrowser und ich bin auf dieser Seite. Also das kann interessant sein, wenn ich vielleicht viele Quellen hinterlegen möchte, bei Quellen irgendwelche Links habe zu irgendwelchen Seiten, wo interessante Informationen sind, die ich mir nochmal angucken möchte. Oder bei Notizen kann ich jetzt hier etwas hinterlegen. Also ich habe die Möglichkeit, beliebig viele Internetadressen dort einzutragen.
Man sollte sowas immer mit Vorsicht genießen, weil eine Internetadresse, die es heute gibt, muss es morgen nicht mehr geben. Oder die Linkstruktur hat sich geändert, dass ich nicht mehr zu dem Dokument komme, wo ich eigentlich hin wollte. Also wenn ich die Option habe, sollte man es immer direkt runterladen, ein Dokument, was man im Internet gefunden hat. Aber man kann hier auch Internetlinks hinterlegen, war auch von vielen Anwendern häufig gewünscht. Was auch neu ist, in dem Eingabedialog, wo wir auch schon gerade sind hier, gibt es die Möglichkeit, nach den Überschriften der Spalten zu sortieren. Also ich habe hier eine Sortierung nach Datum, ich klicke nochmal drauf, dann wird es umgekehrt sortiert. Und da sind viele Anwender, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, warum ist denn da, sind immer unten die mit dem Datum, die sind zwar sortiert toll, aber darüber alles, wo ich noch nichts eingetragen habe, das ist dann immer unsortiert. Und das ist so ein bisschen wahllos. Und jetzt habe ich die Geburt hier oben, da die Taufe, aber den Tod habe ich auch über der Taufe. Also das ist ja von der Reihenfolge, ist es ja alles irgendwie nichts. Und jetzt kann man nach Ereignis Fakt sortieren. Und ich klicke einfach mal hier rein. Und das bedeutet, allgemein steht immer oben Name, Geschlecht, aber dann geht es schon los hier mit Geburt, Taufe, Religion. Es gibt eine Reihenfolge der Ereignisse, die in der Dreierversion war das noch alphabetisch. Es ist in der Viererversion jetzt. Ich sage mal chronologisch, Konfirmation, Wohnort, Beruf, Tod und Bestattung kommt als letztes. Besonders gut sieht man das hier bei Partnerschaften. Da wird auch gleich sortiert. Ereignis Fakt ist hier gleich eingestellt, obwohl ich hier gar nicht geklickt habe. Die waren sonst immer unabhängig voneinander. Jetzt werden die quasi synchronisiert. Ich sortiere hier wieder nach Datum. Dann erscheint hier so ein kleines Dreieck. Dann ist automatisch hier vorne auch nach Datum sortiert. Aber ich wollte ja zeigen, wie es bei Ereignis Fakt ist. Und wenn ich hier weitere Ereignisse hinzufüge und habe da gar keine Daten vielleicht, also hier ist eine Heirat, steht hier schon drin, jetzt würde ich eine Scheidung eintragen und sage, okay, dann fügt er mir die Scheidung hinter der Heirat ein. Oder ich würde eine, sagen wir mal, was haben wir denn hier noch? Eine Verlobung haben wir doch so auch. Ja, sicherlich haben wir hier auch eine Verlobung. Ich füge eine Verlobung hinzu, dann ist die Verlobung logischerweise vor der Heirat und dann die Scheidung. So habe ich immer eine Sortierung. Ich kann mir diese Ereignisse ja auch, wenn ich tatsächlich die haben möchte. Ich weiß nicht, wer das vielleicht noch nicht weiß. Ich kann mir die Verlobung zum Beispiel zu den Favoriten hinzufügen. Dann erscheint hier ein Sternchen. Das bedeutet, dass die Verlobung immer angezeigt wird, auch wenn ich dort gar keine Daten habe. Sonst würde er mir die Verlobung nicht anzeigen. Aber wenn ich das als Favorit habe, weil ich vielleicht Verlobung bei allen eintragen möchte. Aber dann bleibt immer die Verlobung vor der Heirat, auch wenn hier noch gar keine Daten eingetragen sind. Das ist praktisch, es springt nicht immer hin und her, hilft der Übersichtlichkeit. Das waren die Neuerungen eigentlich im Eingabedialog. Was haben wir noch an Neuerungen? Wir haben neu in der Ortsverwaltung, das ist das Wort, ich vergrößere das mal hier, das Wort Orte. Gab es ja vorher auch schon. Was ist da hinzugekommen? Da gibt es jetzt neue Felder. Kurzname, Postleitzahl gab es vorher auch schon, Bundesland, Region und Land. Das ist neu hinzugekommen. GOV-Kennung, die gab es auch vorher schon, aber das ist jetzt hier alles auf einen Reiter hier zusammengegangen. Und den Kurznamen, den brauche ich nachher vielleicht, könnte ich den verwenden, wenn ich einen Namen, Ortsnamen abkürzen möchte, in Ortsfamilienbüchern zum Beispiel, kann das ein Thema sein. Und Bundesland und Region. Und Land, ja, die sind halt neu dazugekommen. Das werden wir gleich sehen hier bei Koordinaten. Ist nämlich jetzt hier bei Koordinaten, im Reiter Koordinaten hier in der Ortsverwaltung, habe ich jetzt nicht nur die Koordinaten hinterlegt, das war vorher auch schon. Ich konnte auch vorher schon Google Maps, Bing und OpenStreetMap aufrufen, aber ich habe jetzt hier wirklich eine Landkarte. Das ist jetzt Allenstein. Holstein heißt es jetzt. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, die Koordinaten zu suchen, beziehungsweise aus der Zwischenablage übernehmen, gab es auch vorher schon. Suchen macht jetzt hier keinen Sinn. Hier sind ja schon welche eingetragen. Wir nehmen mal Hamburg und klicken hier mal auf Koordinaten suchen. Hier ist nichts eingetragen. Wir wollen die Koordinaten suchen. Und das kann man jetzt nämlich auch. Dann sucht Ahnenblatt jetzt übers Internet nach dem Begriff Hamburg und zeigt mir auch Hamburg an der Elbe an hier. Okay, das kommt mir bekannt vor. Und hier sind die Suchergebnisse. Hier werden zwei Suchergebnisse jetzt angezeigt. Wieso könnte ich jetzt sagen, Hamburg kenne ich doch. Das gibt da nur ein wahres Hamburg. Aber nein, es gibt tatsächlich auch noch ein zweites Hamburg. Und wenn ich draufklicke auf die Zeile, wird mir ein zweites Hamburg angezeigt. Und ich kann hier mal ein bisschen rauszoomen. Und dann sieht man tatsächlich, das liegt im Norden der USA. Hier oben, da wo das blaue Wasser ist, da wären die Niagara-Fälle. Da gibt es auch noch einen Ort, der heißt Hamburg.
Aber hier ist es schon sortiert nach der Wahrscheinlichkeit. Also es ist wahrscheinlicher, weil auch der Ort größer ist, dass das Hamburg hier im Norden Deutschlands gemeint ist. Und dann zeigt er mir hier unten auch schon an, Bundesland, Region, die Felder finde ich hier auch und ein Land. Und das kann ich dann einfach auch übernehmen. In diesem Falle will ich natürlich das nicht übernehmen, sondern ich möchte Hamburg übernehmen. Da zeigt er mir nur Deutschland an, Bundesland, Region, erübrigt sich wahrscheinlich bei Hamburg. Aber bei anderen Orten würde da durchaus was drinstehen. Ich kann auch die Koordinaten übernehmen. Ich könnte es auch theoretisch hier abwählen, aber ich möchte das ja auch übernehmen. Ich möchte die Koordinaten übernehmen. Ich möchte auch die Region hier oder das Land übernehmen. Und wenn ich übernehmen klicke, habe ich hier jetzt die Koordinaten drin in der Ortsverwaltung und ich habe bei Daten jetzt auch Deutschland dran stehen. Wo kann das noch durchaus Sinn machen, dass man diese zusätzlichen Felder hier hat? Wir haben nämlich eben schon gesehen, die Adressen, die wir ja jetzt auch kopieren können, Wohnort bei den Adressen. Ich kann auch jetzt auch eine Adresse eingeben, sagen wir mal hier, wo haben wir denn mal was hier, Geburt. Sagen wir mal, die Geburt war in Hamburg. Dann gibt es hier diesen Kopierbutton, der kann mir jetzt auch aus der Ortsverwaltung hier die drei Felder, wenn die denn gefüllt sind, befüllen. Standardmäßig wäre das möglich. Ich habe wohl vergessen, auf OK zu klicken. Ich habe wohl einfach nur Abbrechen geklickt. Also nochmal der Beweis, dass es geht. Übernehmen, Daten. Jetzt ist zumindest Deutschland dran. Ich klicke jetzt mal auf OK und nicht auf was anderes. Hab jetzt hier nochmal Hamburg drin. Hamburg. Ich nehme das nochmal explizit raus. Und jetzt hat er mir das Deutschland auch übernommen. Er macht es richtig. Ich habe nur einen Fehler gemacht als Anwender. Na gut. Also er hat hier Deutschland übernommen. Diese Sachen werden mir jetzt auch aus der Ortsverwaltung kopiert, wenn sie denn gefüllt sind, wenn sie denn gefüllt sind. Auch in Vorbereitung auf Bücher oder Ortsfamilienbücher oder Familienbücher generell ist mir auch noch was aufgefallen. Mal sehen, ob ich dann hier eine Beispieldatei, müsste ich mal eben die Beispieldatei wechseln. Da haben wir die Startperson. Hat mir eine neue Datei geöffnet, kein Problem. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt, das Problem, gerade wenn man vielleicht viel mit Online-Diensten, weiß ich nicht, bei Ancestry, MyHeritage oder so seine Daten verwaltet, kann es vorkommen, dass man so Sonderzeichen in Notizfeldern hat, in mehrzeiligen Feldern. Auch wieder der Eingabedialog und unter Notizen sind jetzt hier sowas wie I in Spitzenklammern, auch ein I mit Schrägstrich, auch in Spitzenklammern. Das sind so typische HTML-Zeichen, die von Webseiten eigentlich verwendet werden, um jetzt I ist, glaube ich, um was kursiv zu darzustellen und U ist was, um unterstrichen was darzustellen. Und einige Programme nutzen das auch intensiv und das würde sich total blöd machen, wenn ich solche Zeichen dann nachher irgendwie in Texten drin hätte, wenn ich dann irgendwie Bücher über alle Personen drucke. Dann würden auch diese ganzen Sonderzeichen dort erscheinen. Und das wäre blöd. Und deshalb habe ich mir überlegt, Mensch, wäre doch toll, wenn man die Sonderzeichen automatisiert rausnehmen könnte, weil der GetCom-Standard, über GetCom sind diese Daten hier mal reingekommen, sieht sowas gar nicht vor. Der hat überhaupt gar nicht vorgesehen, dass man solche Sonderzeichen da reinbringt. Nur irgendwelche Dienstleister, Anbieter oder Ersteller von GetCom-Dateien haben sich einfach überlegt, wir machen das, weil wir das in unserer Software einfach so brauchen. Ja, eigentlich Blödsinn, aber die müssten es eigentlich rausnehmen. Aber nun ist das halt drin und hat man diese Sonderzeichen und wie werde ich die jetzt los? Und da habe ich mir überlegt, ja, da gibt es eine Funktion. Unter Bearbeiten findet man die. Daten korrigieren. Die hieß in der Dreier-Version, wenn ich mich recht entsinne, Daten angleichen. Aber die heißt jetzt Daten korrigieren. Kann ich hier mal aufrufen. Und da habe ich hier so ein paar Funktionen und diese Funktion hier mit HTML, die ist neu, das andere kann ich rausnehmen auch wieder. Diese hake ich an, klicke auf OK, dann werden die Daten korrigiert. Die HTML-Steuerzeichen werden entfernt, zum Beispiel Notizen und ich klicke mal drauf, kriege hier sogar ein Protokoll, kann sogar sehen, wo, bei welchen Personen ist was geändert worden. Ich kann das Protokoll kopieren in die Zwischenablage und mir dann irgendwie in den Texteditor holen oder in mein Word rein. Oder ich kann das Protokoll auch speichern als Textdatei. Interessiert mich jetzt nicht weiter. Schließen. Wir hatten ja hier gerade mal geguckt bei einer Person und da war, ist dieses I in Spitzenklammern ist weg, dieses U in Spitzenklammern ist weg und auch das Schrägstrich U. Also diese ganzen Sonderzeichen sind weg. Ich habe aber schon von Anwendern gehört, dass MyHeritage da extrem viel solche Sonderzeichen nutzt und auch jegliche Umlaute anscheinend wohl in HTML-Codierung umsetzt. Die werden aktuell noch nicht komplett ersetzt und gefunden und entfernt.
Zu den Datenangleichen vielleicht nochmal ein Wort. Datenangleichen war eigentlich hier immer eine Symbolleiste. Das finde ich jetzt ja hier gar nicht mehr. Wurde ich zumindest von einigen Anwendern so gefragt. In dem freien Bereich der Symbolleiste mit der rechten Maustaste mal reinklicken und dann kann man Anpassen wählen. Und dann sieht man, da sind nämlich zwei Sachen rausgeflogen, korrigieren und sortieren. Und die kann man hier wieder aktivieren und rausnehmen und reinnehmen. Und dann werden die wieder angezeigt. Einfach der Grund, es sind zwei Symbole auch hinzugekommen, nämlich das Buch und die Merkliste. Und deshalb habe ich zwei andere wieder, die man nicht so oft braucht, meiner Meinung nach, wieder rausgenommen. Das war das Korrigieren, Daten korrigieren und das Sortieren. Aber wer es braucht, einfach hier in dem freien Bereich rechte Maustaste. Dann anpassen. Hier haben wir übrigens auch große Symbole, kleine Symbole, also beziehungsweise große Symbole, wenn man es abwählt, werden die Symbole kleiner, die Texte ausblenden und so weiter. Aber das Anpassen, das ist das. Es gibt sogar noch eine Startperson. Wenn man eine Startperson festgelegt hat, kann man sogar hier direkt zur Startperson springen. Das gibt es auch als Symbol. Das kann man sich an der Stelle auch aktivieren, wenn man das gerne möchte. So, das war das Entfernen. Dann gibt es eine neue Funktion. Wo ich mich immer wunder, Anwender geben gerne mal hier, sieht man es teilweise auch schon, da ist dann hier Freeman Edmund, da ist dann teilweise kleinen Buchstaben, Großbuchstaben, teilweise Wörter in Großbuchstaben. Man sieht auch ganz oft, dass die Daten der Nachnamen zum Beispiel in Großbuchstaben eingegeben werden, wo ich mich immer frage, warum ist das so? Warum man das so eingibt. Aber man gibt es wahrscheinlich deshalb so ein, weil man es in Ausgaben halt so haben möchte. Und deshalb habe ich mir überlegt, ja Mensch, dann schafft doch einfach mal die Möglichkeit, dass die Nachnamen in Großbuchstaben dargestellt werden. Das ist hier unter Extras Optionen, da findet man sowieso alle Optionen des Programms in Kategorien. Und das ist hier einfach bei Namensdarstellung, da ist neu hinzugekommen, immer in Großbuchstaben darstellen. Dann, wenn man das ausgewählt hat, wird der Nachname immer in Großbuchstaben dargestellt, obwohl ich ihn klein eingegeben habe. Ich klicke mal hier auf OK. Da ist der Edmund Freeman in Großbuchstaben, obwohl ich ihn hier klein eingegeben habe. Spätestens, wenn ich die Datei neu öffne, sehe ich dann die ganzen Nachnamen in Großbuchstaben, die würden dann auch so in Listen, in Tafeln, in Büchern, alle in Großbuchstaben. Also wenn ich das gerne als Darstellung so haben möchte, dass die Nachnamen alle in Großbuchstaben sind, gibt es jetzt eine Option. Ich muss es selbst nicht so eintippen. Dann gibt es neu, das ist auch vorbereitend auf das Thema Bücher. Wir öffnen nochmal eine andere Datei, die Beispiel 3, das ist die Beispieldatei, die noch bei der Dreierversion dabei war. Und zwar ist es leider so, dass ob Personen miteinander verheiratet sind oder nicht, wird leider nicht zwischen den Programmen nicht einheitlich abgebildet. Ich gehe immer davon aus, wenn ein Ereignis nicht stattgefunden hat, sagen wir mal eine Taufe, trage ich einfach kein Taufdatum ein. Somit ist die Person ungetauft. Entsprechend mit einer Heirat. Wenn die Person nicht geheiratet hat, dann trage ich keine Heirat ein. Dann ist das Paar nicht verheiratet gewesen. Das sehen viele andere Programme anders und gehen standardmäßig davon aus, dass Paare immer verheiratet sind. Es sei denn, es wird das Gegenteil eingetragen. Also da geht man genau den umgekehrten Weg und dann gibt es irgendwelche Felder oder was, wo man dann eintragen muss, unverheiratet. Also bei Ahnenblatt ist es nicht so, obwohl es auch eine Möglichkeit gibt, unverheiratet einzutragen. Aber wir gucken uns mal an, und das ist nämlich eine neue Funktion, die ist unter Extras verborgen, die nennt sich Partnerstatus. Und was macht Partnerstatus? Ich habe oben alle verheirateten Paare, zu denen ich keine Daten habe, und unverheiratete Paare hier unten, wo auch kein Heiratsereignis eingetragen ist. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mir das hier genauer anzuschauen. Wie viele Paare sind das? Das sind sechs Partnerschaften. Okay, ich kann auch noch sortieren gut, das macht jetzt hier in diesem Fall keinen Sinn, nach Anzahl der Kinder. Ich kann nach dem Namen der Ehefrau sortieren. Also ich kann nach jeder Überschrift hier auch sortieren und kann mir dann einen Überblick schaffen und sagen, ja, wenn die alle Kinder hatten, die waren doch sicherlich verheiratet. Zumindest ich gucke mal nach den Jahren. Die sind jetzt hier in Klammern, weil ich keine Geburtsdaten für die habe. Das sind nur Taufdaten, wenn es Klammern ist. 1956, da bin ich mir nicht sicher. Da kann es schon vielleicht eine wilde Ehe oder irgendwas gegeben haben. Aber ich sage mal, die anderen 1843, die werden sicherlich verheiratet sein. Dann könnte ich hergehen und sagen, okay, den nehme ich mal raus hier, aber die fünf habe ich jetzt markiert, die übrigen fünf, und ich schiebe die einfach mit dem Pfeil nach oben,
die obere Kategorie, dann sind diese Paare verheiratet. Ich kann mir jetzt den Hubertus Beckmann aufrufen. Und dann steht hier bei Heirat unbekannt, beziehungsweise Datum und Ort ist unbekannt, ist ein Häkchen gesetzt. Also es ist ein Marker gesetzt. Ja, die Heirat ist gewesen. Ich habe nur keine weiteren Daten. Und das merkt er sich auch. Und das wird auch im Get kommen, wenn man das zu anderen Programmen überträgt, wird das auch, bleibt das erhalten und andere Programme können da auch. Das soll denn vermeiden, dass das Heiratssymbol nicht bei irgendwelchen, also es gibt ja einen Unterschied, ob man verheiratet ist oder nicht. Verheiratet sind dann die zwei Ringe als Symbol, als genealogisches Symbol, und unverheiratete Paare haben dann ein Ring, ein Strich, ein Ring. Und das wäre ja, das hätten wir hier bei ihm hier zum Beispiel, Gregor Beckmann, wenn ich den jetzt hier schließen müsste. Na, Gregor, da muss ich doch extra anklicken. Da sieht man das Symbol, also Kreis minus Kreis ist dann halt das Symbol für unverheiratet. Und wenn ich das dann massenweise in einem Familienbuch sehe, würde ich mich dann wundern. Und deshalb kann man das auf ganz einfache Weise, egal ob das waren jetzt fünf Familien oder sechs Familien, also sechs Familien waren es, fünf habe ich davon geändert, aber auf diese Weise kann ich auch mal 500 mit einem Mausklick ändern. Also das ist kein Problem. So kann man ganz, ganz schnell solche Fehldaten einfach mal korrigieren. So, dann haben wir schon mal ganz kurz erwähnt die Merkliste. Das ist ein neues Symbol hier. Was hat das mit der Merkliste hier auf sich? Die kann ich hier mal anklicken. Eine Merkliste ist sowas wie Favoriten, die ich setzen kann. Also ich kann mir ein paar Personen kann ich auf die Merkliste setzen und mir für andere Aktionen im Prinzip merken. Hier im Moment ist noch nichts auf der Merkliste, aber ich könnte Personen hinzufügen. Das funktioniert hier rechts ist ein Symbol, das ist das einzig farbige, was wir jetzt hier haben. Kann ich über Suchbegriffe, kann ich Vorfahren direkt einer Person, ich kann auch eine individuelle Auswahl, ich kann auch nur die Le nur Lebenden mir auf diese Liste setzen. Darüber kann ich jetzt ganz viele Personen mir ganz schnell raufbringen auf die Merkliste, oder ich kann das hier auch im Navigator, indem ich einfach nur die rechte Maustaste klicke bei einer Person und dann gibt es zur Merkliste hinzufügen. Das mache ich mal eben. Und wir nehmen noch eine zweite Person, ist ganz egal welche. Wir nehmen mal den Peter hier, Peter Schöpken, und den füge ich auch mal zur Merkliste hinzu. Ruf dann mal die Merkliste auf, die ist hier. Hab zwei Personen auf der Merkliste. Was kann ich damit machen? Ich kann diese Personen speichern und dann speichert er sie mir als eigene Ahnendatei. Also von daher kann das durchaus Sinn machen, dass ich hier über diese Funktion mir vielleicht nur die lebenden Personen auf die Merkliste hole und dann die lebenden Personen dann abspeichere als separate Datei. Kann ich auch die nicht mehr lebenden Personen, ja, das würde analog gehen, also nur Lebende, und ich habe ja auch immer die Möglichkeit, Auswahl umkehren. Also könnte ich darüber auch die nicht lebenden mir hier auf die Liste holen, die dann abspeichern. Dann hätte ich die Lebenden raus. Eine Art Datenschutz vielleicht. Ich kann jetzt für die Person, die ich hier habe, Personenblätter drucken. Dann wird er für zwei Personen jetzt hier die Personenblätter drucken. Ich kann den Eingabedialog dieser beiden Personen aufrufen, weil ich möchte die vielleicht nochmal nachbearbeiten. Ich habe mir die gemerkt, weil ich da noch was machen wollte, noch eine bestimmte Aktion. Dann bekomme ich die angezeigt. Das steht hier oben in der Überschrift, geschlossene Benutzergruppe, eins von zwei. Also ich habe jetzt wirklich nur die beiden Personen, zwischen denen ich mit den Pfeiltasten hier so hin und her wechseln kann. Ich habe also wirklich nur die beiden Personen jetzt hier, zwischen denen ich hin und her wechsle, mit denen ich was machen kann. Vielleicht wollte ich die Notizen nochmal kontrollieren oder was immer auch. Jedenfalls kann ich da spezielle Aktionen mitmachen. Ich kann auch diese Liste, die Personen auch wieder von der Merkliste entfernen. Ich kann alle markieren oder alle demarkieren oder ich kann die Merkliste auch komplett leeren. Aber was nochmal interessant ist, wo die Merkliste auch nochmal zum Vorschein kommt, also diese Funktionen, die hier sind vielleicht noch nicht so viele. Das wäre aber vielleicht in Zukunft auch nochmal erweiterbar. Wir schließen das mal. Wo es nochmal interessant ist, ist vielleicht bei Personenauswahlen. Die habe ich zum Beispiel, wenn ich eine Tafel erstellen will, gibt es ja diverse Tafeln, wo ich eine Startperson auswählen kann. Und es gibt sowas wie Verwandtschaftslinie zum Beispiel. Der Dialog hier, man sieht vielleicht auf den ersten Blick, es ist links hier auch gleich eine Verbesserung oder eine Neuerung in der Viererversion. Es ist ein bisschen strukturierter. Ich habe dann nicht mehr die ganzen Tafelvarianten einfach mal so alphabetisch oder die waren noch nicht mal alphabetisch, also irgendwie dort sortiert, sondern ich habe jetzt nach Standard, die Klassiker halt Ahntafel, Stammtafel, Sanduhr, komplett alle Personen als komplette Verwandtschaft darzustellen, Vorfahrenlinien, nur die Mutterlinie, die väterliche Linie als Stammlinie, ältester Vorfahr.
Und ich habe hier Verbindung zweier Personen. Wir nehmen mal die Verwandtschaftslinie. Würde hier einfach mal auf OK klicken. Eine Person schlägt er mir vor. Das ist ja immer ganz praktisch. Aber ich möchte vielleicht eine andere Person. Zumindest kann ich jetzt hier die zweite Person, wenn ich die auswähle, habe ich auch immer eine Reiter-Merkliste. Und das sind genau die Personen, die ich mir auf die Merkliste getan habe. Und daher kommt das eigentlich auch. Das war mal ein Anwenderwunsch, der sagte: Mensch, ich möchte mal zwei Personen irgendwie miteinander vergleichen können, eine Aktion mit zwei Personen machen. Das ist jetzt hier möglich. Den ersten, den haben wir jetzt schon zufällig drauf auf der Liste, aber ich würde den zweiten jetzt anklicken. Der geht jetzt hier auch mit auf die, und ich kann damit da eine Tafel erstellen, aber letztlich die Tafel sagt nicht viel aus, die ist relativ klein, aber er soll ja auch nur an dieser Stelle ein Beispiel sein. Manchmal ist es ja so, man hat Mühe, irgendwie eine Person zu finden im Eingabedialog, bis man sie endlich findet, weil man mit der eine Aktion durchführen möchte und hat vielleicht viele Namensgleiche, viele Johann Müller oder was auch immer. Dann gibt es immer die Möglichkeit, Personen auf die Merkliste zu setzen. Und dafür gibt es hier unten auch ein Symbol. Und das ist das von den Blauen hier, von der Vierergruppe, das dritte von links. Person, in diesem Fall Person von Merkliste entfernen, aber ich könnte sie auch auf die Merkliste setzen. Aber entfernen geht an dieser Stelle dann auch, dann sehe ich hier auch schon durch den veränderten Text, okay, oder auch dieses Minuszeichen, was hier dann ist, das kleine Minuszeichen. Es ist eine Person, die schon auf der Liste ist, die möchte ich jetzt vielleicht entfernen oder so. Also dafür ist die Merkliste sicherlich ein Thema, was noch ausbaufähig ist. Ja, zum Thema Präsentation. Wir haben ja schon gerade mal geguckt, was sich bei Tafeln geändert hat. Diese strukturierte Übersicht ist jetzt neu. Und als Besonderheit, nur damit man es mal erwähnt hat, aber wer an das kennt, weiß es, die Besonderheit sind halt diese Personenrahmen. Da ist der eine oder andere vielleicht nochmal hinzugekommen mit dünneren Linien hier, ein bisschen diese Personenrahmen. Das sind so Besonderheiten, die findet man eigentlich so in der Form in nur wenigen Programmen. Die haben halt meistens immer so computermäßige Kästchen, die dann irgendwie farblich gefüllt sind, aber sowas hier zum Beispiel gab es ja schon länger, aber hier sind so ein paar Rahmen noch dazugekommen. Den hier gibt es, glaube ich, noch in Grau hier. Den gab es vorher nur in der Farbe, da in Grau. Und wenn man dann entsprechend noch den Hintergrund wählt, sieht das, kann das schon sehr gut aussehen. Also wir können ja mal eine Tafel erstellen, wenn ich hier schon so schwärme. Gucken wir mal an, wie es aussieht. Das ist jetzt die Verwandtschaftstafel. Findet man auch nicht in vielen Programmen. Bei jeder Tafel muss ich eigentlich immer eine Startperson auswählen. Hier habe ich gar keine Startperson ausgewählt, ganz einfach, weil ich einfach eine Verwandtschaftstafel wollte. Ich wollte alle Personen haben. Da muss ich auch keine Startperson mehr auswählen. Der Hintergrund ist jetzt hier grün. Ich habe aber durchaus auch andere Hintergründe, die da möglich sind. Und wir können ja mal einen anderen Hintergrund wählen. Mal sehen, ob das dann, was wir da so zur Auswahl haben, was da hinzugekommen ist. Ja, sowas, das steht aus hier. Das ist auch so ein Hintergrund, der jetzt neu hinzugekommen ist. Dann haben wir hier so eine Baumgrafik. Und ich finde es ganz schick. Und das Ganze kann ich dann eine Tafel speichern im PDF-Format und, sagen wir mal, meinem Druckdienstleister zum großflächigen, großformatigen Ausdruck übergeben. So, das ist, was ich bei Tafeln getan habe. Also ein paar Hintergrundgrafiken dazugekommen. Dann Listen. Bei den Listen, die sind auch strukturierter hier links, also auch hier so Kategorien, Standard, Komplett, Varianten, Auswertung, Arbeitslisten und Datenlisten habe ich es einfach mal genannt, aber man findet dann eher schon das, was man sucht. Es war vorher auch ein bisschen unübersichtlich und es ist jetzt dadurch wesentlich besser geworden. Neu an dieser Stelle sind die Listen, die Personenblätter hinzugekommen, beziehungsweise nicht, die sind nicht neu, aber sie sind jetzt in der Hinsicht neu, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, dort auch Bilder darzustellen, was vorher nicht ging. Es wurde nur ein Profilbild pro Person dargestellt und da kam ich jetzt die Auswahl, keine Bilder zu haben, aber auch nur Profilbilder, alle Personenbilder, das sind die unter dem Reiter Medien. Personen- und Partnerschaftsbilder oder einfach alle Bilder, also auch all die Bilder, die bei einem Ereignis hinterlegt sind. Können das einfach mal machen. Wir machen mal individuelle Auswahl. Wir wollen einfach mal alle drucken. Und dann sind alle angehakt. Ich würde mal hier Personenblätter für alle drucken. Und dann sehe ich hier, jetzt sind Bilder, also das ist das kleine Profilbild, aber auch das große Profilbild in groß mit einem Titel. Wir müssten, glaube ich, noch eine Person haben. Der Gregor war nicht. Da haben wir mal eine Person. Da sind mal zwei Partnerschaftsbilder hinterlegt bei der Person.
Und das ist, wenn nicht alle, das sehe ich ja hier, 62 Seiten sind jetzt raus geworden, aber ich möchte vielleicht nicht unbedingt immer alle Bilder oder alle Personen Blätter drucken. Ich kann natürlich auch, das gab es vorher ja auch schon, einfach mit der rechten Maustaste auf einen Personenrahmen und dann gibt es hier Personenblatt erstellen. Hier sind jetzt auch neue Grafiken hinzugekommen, dass man sich besser orientieren kann. Personenblatt erstellen und dann würde man wirklich auch nur für diese eine Person jetzt ein Personenblatt erstellen. Und wir sahen da ja auch schon ganz kurz, neu ist das Familienblatt erstellen. Und ich kann an dieser Stelle dann auch für den Beckmann und seiner Frau, die Josephine Koch, die unten ist, jetzt auch Familienblätter erstellen. Und wir erstellen jetzt ein Familienblatt. Und was ich dann hier sehe, ich habe hier oben eine kleine, ja, so eine Drei-Generationen-Familiengrafik, wo die Kinder, dann das Paar selbst zu sehen ist und dann die Eltern. Ich habe hier kleine Profilbilder und ich habe die Ereignisse des Paares hier nochmal aufgelistet, einfach so auf einer Seite. Diese Familiengrafik wird uns nachher noch begegnen, wenn es um das Thema Bücher geht. Da kommt das nämlich auch vor. Und dann wollen wir eigentlich zu dem Thema Buch übergehen. Aber bevor ich hier zum Buch übergehe, ich hatte noch zwei Seiten auf meiner Präsentation. Die wollte ich an der Stelle auch nochmal kurz einfließen lassen. Nämlich, da geht es um meine Motivation zu dem Thema Bücher. Und zwar Bücher versus Listen. Also, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, mit Büchern oder mir vorgenommen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich überlegt, was macht so ein Buch eigentlich aus? Und was ist eigentlich der Unterschied zu Listen? Listen gibt es doch schon. Es gibt eine Familienliste. Ich kann doch alle Personen als Familienliste drucken. Das kann ich doch auch als Buch binden. In Buchform kann ich doch alles bringen. Also eine PDF kann ich überall draus machen. Was ist das Besondere an Büchern? Und dann wurde mir erstmal bewusst, oder ich habe mir erstmal bewusst gemacht, was sind die Unterschiede? Ein Buch hat standardmäßig eigentlich immer eine Titelseite. Ein Buch hat zumeist ein Vorwort. Ein Buch hat auch ein Inhaltsverzeichnis. Ein Buch hat die Personenverweise innerhalb der Familiendaten. Das haben die Listen nämlich gar nicht. Heißt also, es werden mit kleinen Nummern Verweise hergestellt zu den Eltern und zu den jeweiligen Kindern. Und man kann sich dann über die Nummerierung dann zu den entsprechenden Personen hangeln. Ja, Verzeichnisse am Ende eines Buches hätte man gerne eine Übersicht aller Namen, aller Orte, aller Quellen, aller Berufe und dann vielleicht auch die Seitenzahlen, damit man genau anhand der Verzeichnisse dann auch schauen kann, wo finde ich dann was im Buch. Das habe ich in Listen so auch nicht. Und Seitennummern und Kopfzeilen, ja, das habe ich in Listen vielleicht auch schon gehabt, aber die sind natürlich dann essentiell für die Verzeichnisse. Dann gibt es beim Familienbuch, dessen musste ich mir auch erstmal bewusst werden, die Besonderheit, oder ist keine Besonderheit, aber deshalb heißt es ja Familienbuch, da werden nicht die Personen durchnummeriert, sondern die Familien werden durchnummeriert. Und Familienbücher haben den Anspruch, auch immer kompakt zu sein. Also gerade wenn wir von Familienbüchern oder ganz speziell auch nochmal von Ortsfamilienbüchern sprechen, da geht es darum, möglichst viele Personendaten auf möglichst wenig Seiten unterzubringen. Bücher. Ja, dann habe ich mir überlegt, was wären eigentlich so die Zielsetzungen, die ich mit einer Buchfunktion gerne hätte, was mir da so vorschwebt, wie ich mir vorstelle, wie das sein sollte. Und da habe ich mir vorgestellt, ja, so ein Buch sollte eigentlich mit wenigen Mausklicks erzeugbar sein. Also ich habe das auch in anderer Software mal gesehen. Da gibt es durchaus irgendwie sowas wie Vorlageneditoren oder irgendwie was. Und da fängt man überhaupt erst an, sich eine Vorlage oder irgendwie ein Gerüst zu bauen. Und man muss überhaupt erstmal was zusammenklicken. Also das wollte ich jetzt bei mir nicht so haben. Druckvorschau klingt auch ziemlich simpel, habe ich ja aber auch in den Tafeln oder in den Listen. Ich bekomme die Ergebnisse immer sofort auf dem Bildschirm angezeigt in der Software Ahnenblatt und nicht irgendwo anders. Es wird also nicht eine andere Software oder irgendwas aufgerufen und ich kann auch direkt aus der Software heraus drucken. Das war für mich auch wichtig. Optional Bilder. Mit Bildern war es bisher nicht so üppig in den Listen und es gab nur in den Personenblättern Bilder, Profilbilder. Jetzt kann man dort mehr Bilder darstellen. Also auch in den Büchern sollten unbedingt Bilder rein. Bilder zu den Ereignissen und so weiter. Dann war für mich wichtig, Bücher sollten ein fertiges Layout bieten. Was heißt fertiges Layout? Also keine Fülltexte, Inhaltsverzeichnis hier einfügen, Vorwort bitte hier einfügen und so weiter. Das sollte alles möglichst gleich so sein, dass ich speichern und weitergeben kann. Als Ausgabeformat hatte ich mir überlegt, brauche ich im Prinzip eigentlich nur zwei PDF.
ist das Format der Wahl, wenn man was drucken will, wenn man was haben möchte, was aussieht, wie es denn auch auf dem Drucker aussehen würde, wie am Bildschirm. Also muss das die Druckvorschau abbildbar sein als PDF. Und DocX ist halt das Word-Format, Microsoft Word, zur Nachbearbeitung. Wenn ich das Dokument oder das Buch noch nachbearbeiten möchte, dazu muss man einfach ehrlich sein. Also perfekt wird so, und auch wenn das Layout fertig ist, perfekt ist es vielleicht nicht und man möchte trotzdem noch irgendwo was Besonderes einfügen, irgendwelche Texte. Das kann man dann halt mit dem DocX-Format. Habe ich mir einfacher vorgestellt, als es tatsächlich ist in der Praxis, weil das DocX-Format scheint nicht von allen Programmen gleichermaßen unterstützt zu werden oder in gleichen Versionen. Ich weiß nicht, wo da die Unterschiede sind. Wenn man tatsächlich im DocX im Word-Format speichert, das Nachbearbeiten funktioniert nur im Microsoft Word sowieso und wie ich feststellen musste, in LibreOffice. Also ein kostenloses Office-Paket. Ich habe also diverse Textverarbeitungen ausprobiert, die alle behaupten, sie können DocX-Format öffnen, aber das Layout war jedes Mal irgendwie völlig verhunzt und gar nicht zu gebrauchen. Also irgendwelche Besonderheiten müssen diese Bücher wohl haben, dass die nicht darstellbar sind in anderen Programmen. Das hat mich total überrascht, aber muss ich leider mit leben. Mein Anspruch war auch, Bücher sollten ohne jegliches Zusatzsoftware auskommen. Also nicht, dass man ein Word unbedingt zwingend auf dem Rechner installiert haben muss oder irgendeine andere Textverarbeitung, nur um ein Buch zu erzeugen. Dann wollte ich unbedingt kleine Familiendiagramme in den Büchern haben. Haben wir ja auch schon gesehen in dem Familienblatt. Das sollte auch möglich sein. Das war so ein Anspruch, den ich hatte. Und ich habe mir überlegt, ich möchte eigentlich nur die puren Daten zeigen, keine konstruierten Sätze. Ich kenne das zwar, es sieht zwar nett aus, wenn man das in anderen Programmen mal sieht, dass da Sätze formuliert werden, aber wenn die dann alle gleich lauten und manchmal sind auch Sätze, je nachdem, was man dann eingegeben hat, an Daten auch so konstruiert, das liest sich also nicht so, wie es vielleicht gedacht ist. Das, also der Mehrwert, den finde ich eher gering. Es kostet bloß Platz letztlich, wenn es dann in ausformuliert in irgendwelchen Sätzen ist. Von daher habe ich dann nur die puren Daten in den Büchern drin. So, das waren so die Zielsetzung, die ich hatte. Und dann gucken wir gleich mal, wie es geworden ist. Armblatt ist übrigens ja nicht das erste Programm, was überhaupt Bücher erstellt oder Familienbücher oder solche Sachen. Da gibt es erstaunlich viele Programme, die sowas können, aber habe dann festgestellt, bei den Punkten, die ich mir hier so vorgenommen habe, da gibt es nicht viele, die das wirklich so können. Und naja, schauen wir mal, wie es denn jetzt aussieht in der Praxis. Wieder zurück zur Software. Da sind wir und Bücher. Was haben wir denn da? Erstellen eines Buches sieht analog aus zu Listen und Tafeln. Man soll sich ja auch wieder zurechtfinden. Hier strukturiert in dieser Form hier oder in diesem Dialog jetzt hier drei Buchvarianten nur. Wir haben ein Vorfahrenbuch, ein Nachfahrenbuch und ein Familienbuch. Das Ortsfamilienbuch selber finde ich hier noch nicht, aber da kommen wir gleich noch zu, wie wir das dann erzeugen können. Vorfahrenbuch. Man sieht schon hier, wenn ich hier durchklicke, es ändert sich hier oben was. Das sind immer die Spezialitäten, die sich nur auf diese Buchvariante beziehen. Hier sogar in drei Reiter unterteilt, weil fürs Familienbuch gibt es ein paar mehr Optionen. Und alles, was hier unten ist, bezieht sich auf alle drei Buchvarianten, im Prinzip auf alle Buchvarianten. Hier ändert sich gar nichts. Also was ich hier bei Daten habe, bei Darstellung und Verzeichnissen. Also ich nehme mal hier das Vorfahrenbuch, da sieht man ein bisschen mehr vielleicht. Bei Daten, da habe ich dann die Wahl hier, sollen die Notizen mit ausgedruckt werden, sollen die Quellen mit ausgedruckt werden, Ersteller soll der mit aufs Deckblatt, Notiz und Copyright möchte ich vielleicht als Vorwort haben oder Ortsnamen kürzen. Und da, wenn ich das jetzt anklicken würde, dann würden wirklich die Kürzel aus der Ortsverwaltung genommen werden. Also wenn ich jetzt Hamburg mit HMB oder was abkürze, dann würde das tatsächlich, wenn ich das jetzt hier auswähle, das entsprechend auch in einem Buch erscheinen. Dann habe ich hier noch als Besonderheit, hier, das sind drei Punkte. Was soll das denn jetzt hier? Schauen wir mal, was passiert. Ersteller auf Deckblatt. Ich möchte den Ersteller der Datei auf dem Deckblatt haben. Was habe ich denn da hinterlegt? Und das erfahre ich, wenn ich immer draufklicke. Ich klicke auf die drei Punkte, Ersteller. In diesem Falle ist da als Name nur Beispieldaten drin. Das ist die Beispieldatei, die bei Ahrenblatt dabei liegt. Da würde ich normalerweise meinen Namen haben und hier meine Adresse. Ich kann jetzt hier Telefon- und E-Mail-Adresse eingeben. E-Mail-Adresse ist, glaube ich, sogar neu. Das würde dann mit
auf dem Deckblatt erscheinen, weil ich möchte ja vielleicht auch, dass die Leute, die mein Buch sehen, mich auch kontaktieren, wenn sie Fehler finden oder Ergänzungen haben. Notiz und Copyright als Vorwort. Hier sind auch drei Punkte. Was passiert, wenn ich darauf klicke? Da kommt dieser Dialog. Der ist übrigens überschrieben mit Eigenschaften. Das sind nämlich genau die Eigenschaften, wenn ich hier ganz kurz mal rausspringe, die ich hier bei Datei Eigenschaften finde. Genau der gleiche Dialog. Das sind wirklich Eigenschaften der Datei, die auch mit der Datei abgespeichert werden. Und der GetCom-Standard zum Beispiel sieht sowas vor. Der kennt Felder wie Notiz und Copyright. Und da habe ich mir gedacht, ja Mensch, was würde man als Notiz und als Copyright dann da so eintragen? Letztlich würde man doch da auch nur eintragen, Erklärung zu den Daten selbst. Das könnte ich jetzt hier eintragen. Und ich könnte hier eine Copyright-Zeile, irgendwie Namen eintragen vielleicht. Copyright ist natürlich bei allen Daten fragwürdig, aber das Feld heißt Copyright. Es würde nicht mit dem Zusatz Copyright erscheinen. Also es wäre schon so ein typisches Vorwort. Wir können das durchaus mal nutzen. Jetzt habe ich aber so eine weiße Fläche und dann überlege ich mir, Mensch, was würde ich denn jetzt hier als Vorwort eintragen? Da fällt mir ja so gar nichts ein. Dann habe ich mir überlegt, hier Textvorschlag einfügen. Da gibt es hier ein Symbol, so eine Glühbirne mit einem Plus-Symbol. Ich klicke mal drauf, mal sehen, was passiert. Schwupp, wird mir ein Text eingetragen. Was ist denn das für ein Text? Als ich im Oktober 2015 anfing, meine Familiengeschichte zu forschen und so weiter. Also es ist ein bisschen, man könnte es vielleicht als ein bisschen als Geschwafel bezeichnen, aber es trifft es schon, man ist stolz auf seine Geschichte und so weiter, man hat eine gute Basis, das kann man auch ergänzen und ändern, aber das ist schon mal ein guter Vorschlag, den man durchaus so akzeptieren könnte und der wird auch wirklich abgespeichert mit der Datei, also wenn man die A-Datei speichert und ich den nächsten Tag öffne, ich habe genau den gleichen Text, ich muss mir nicht wieder aufs Neue Gedanken machen, was trage ich hier dann ein. Für Ergänzung, Korrekturen und Fragen gerne an den Ersteller wenden. Ist ja auch durchaus. Und Beispieldaten, dieses Copyright hier, hat er einfach nur aus dem Namen hier übernommen. Wenn da jetzt mein Name gestanden hätte, dann würde er hier jetzt einen Namen stellen. Also man könnte sich das schon, wenn man das beides so sieht, hier diese Notizen und darunter dann der Name, ist das schon, sieht das schon fast aus wie so ein Vorwort. Jetzt sehe ich hier Oktober 2015. Wo hat er das denn hergeholt? Was ist das denn für ein Datum oder sowas? Das ist, hat er fabuliert oder was immer auch. Nein, Arneblatt hat sich die Daten wirklich angeguckt, hat geschaut, was ist die älteste Änderung an den Daten gewesen. Und die älteste Änderung, die letzte, also die am weitesten zurückliegende Änderung an diesen Daten in dieser Datei, ist Oktober 2015 gewesen. Gut, wenn ich der Meinung bin, das stimmt nun gar nicht, kann ich das natürlich überschreiben und sagen, nein, ich habe mit meiner Ahnenforschung doch schon im Jahr 2000 angefangen. Das ist ja ein leichtes, hier das Datum mal eben auszutauschen. Aber man hat hier schon mal einen guten Aufschlag und hat da schon mal eine gute Basis. Ich sage mal okay. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, bei der Darstellung diese Familientafeln anzuwählen und auszuwählen oder abzuwählen. Bei den Bildern habe ich die Wahl, keine, das hatten wir ja vorhin schon mal gesehen, keine Profilbilder, alle Personenbilder, Personen- und Partnerschaftsbilder oder einfach alle Bilder, die bei jedem Ereignis hinterlegt sind. Wenn ich so ein Vorfahrenbuch erstelle, dann möchte ich alles sehen. Profilbilder quadratisch. Und dann werden sie ein bisschen beschnitten. Man sieht ja hier links oben die Person, die ist ja nicht quadratisch. Wenn die jetzt aber in Quadratform gebracht wird, was vielleicht optisch in den Büchern als Profilbilder netter aussieht, finde ich persönlich, ist Geschmackssache. Wenn bei allen Personen die Bilder alle gleichförmig aussehen, dann könnte man das hier anwählen. Dann würde hier, man kann sich das dann ja gut vorstellen, irgendwie ein Stück von der Krawatte und vielleicht oben die Haare abgeschnitten und dann würde das an Quadratform gebracht werden, dieses Bild hier links, das Profilbild. Und dann würde der entsprechend quadratisch erscheinen mit dem Profilbild, aber zusätzlich würde das Bild noch komplett im Originalformat nochmal erscheinen. Monochrom ist nochmal wichtig. Wenn man nachher tatsächlich eine PDF-Datei erstellt und man das zur Druckerei gibt, gibt es Druckereien, die unterschiedliche Preislisten aufrufen, ob man jetzt farbig oder monochrom was drucken möchte. Und damit es günstiger wird, könnte man jetzt hier sagen, nö, ich nehme mal hier monochrom, da muss ich keine Farbseite zahlen. Verzeichnis an ungeraden Seiten beginnend ist da für interessant, wenn man doppelseitig druckt. Dann werden nämlich an ungeraden Seiten die Verzeichnisse begonnen. Wenn man sich vorstellt, ein Inhaltsverzeichnis fängt nie auf Seite 2 an, wenn man so ein normales Buch hat, weil das wäre nämlich die Rückseite von der Seite 1, von der Titelseite. Das würde man nie auf der linken Seite vermuten. Ein Inhaltsverzeichnis würde immer rechts stehen. Und genauso mit den übrigen Verzeichnissen, die hier noch so sind: Inhaltsverzeichnis, Quellenverzeichnis, Berufsverzeichnis, Orte, Namen. Und auch hier gibt es noch so ein paar Zusätze, dass ich sagen kann, okay, nur die Berufe oder ich möchte die Berufe und die Personen mit den Namen in den Berufsverzeichnis drin haben. Dann sehe ich auch gleich im Verzeichnis schon, wer es gewesen ist.
Genauso bei den Orten und bei den Namen habe ich auch nochmal die Wahl, nur die Familiennamen oder auch komplett die ganzen Personen genannt, dann wird es halt ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz. Und ich habe hier bei den Namen, aber nur bei den Namen im Moment die Wahl zwischen einspaltig und zweispaltig. Und eigentlich haben wir jetzt hier alles ausgewählt. Was haben wir hier noch? Vorfahren, Buch? Nee, oben haben wir noch nicht geguckt. Geschwister auch als Probanden. Immer eine Empfehlung. Das Buch, was für mich gilt, gilt auch für meinen Bruder. Und warum nicht gleich beide in einem Buch haben, macht durchaus Sinn. Geht ja um die Ausgangspersonen. Auch Kinder- und Partnerdaten der Probanden zeigen. Ja, das kann ich auch nochmal auswählen. Und ich kann die Generation beschränken, möchte ich hier jetzt nicht. Und Nummernsysteme, Kekulé und fortlaufend. Kekulé kennt vielleicht der eine oder andere. Da kriegen die Eltern immer die doppelten Zahl der Kinder, also sagen wir mal, die Ausgangsperson ist die 1, der Vater ist dann das doppelte 2 und die Mutter ist dann das doppelte plus 1, also 2 plus 1 sind 3 und so weiter. Also kann man daran erkennen. Aber wer dann der nicht mit vertraut ist, findet das vielleicht ganz viel praktischer, wenn es fortlaufend ist, weil ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen von Anwendern. Du, da fehlt ja in der Nummerierung von der Ahnenliste, da fehlen ja immer Nummern, da ist ja wohl ein Fehler. Ja, das ist der Kekulé, sieht halt Leerstellen vor, wenn Personen nicht bekannt sind. Also wenn ich irgendwelchen Oma und Opa nicht kenne, dann fehlen deren Nummern, für die Nummern vorgesehen waren. Bei fortlaufend habe ich den Vorteil, die letzte Nummer, die ich habe, ist auch dann automatisch auch die Anzahl der Personen, die ich in dem Buch habe. Also hat alles Vor- und Nachteile. Wir nehmen mal Kekulé und Farbkodierung gibt es hier nämlich auch. Da wird letztlich über jeder Person ein Farbbalken eingefügt. Wir machen mal hier, okay, wir gucken uns so und erstmal das Ergebnis an. Ich habe jetzt die Wahl oder die Möglichkeit, mir dann auszuwählen, die Startpersonen. Jetzt gibt es hier mir die Merkliste. Vorschläge. Ich nehme mal hier einen von den ersten hier, Gregor, nehme ich jetzt mal. Ich kann mir auch eine Person vorschlagen lassen. Alles genau so, wie es auch bei der Tafel oder bei der Liste war. Person vorschlagen. Finde ich immer ganz cool, wenn man die Daten gar nicht kennt. Dann kriegt man einfach von unbekannten Daten einfach mal jemanden vorgeschlagen. Da gibt es sogar noch eine Generation davor, die würde mir jetzt hier vorschlagen. Ich nehme jetzt aber trotzdem den Gregor, ich überstimme Ahnenblatt hier an dieser Stelle und sage mal, okay, und jetzt wollen wir endlich mal das Buch sehen. Jetzt viel geredet und jetzt, wo ist es denn jetzt? 27 Seiten. Da ist es jetzt. Da haben wir auch den Ersteller. E-Mail und Telefonnummer hatten wir jetzt nicht drin. Jetzt gucken wir mal. Da haben wir das Vorwort mit dem Text. Beispieldaten, okay, da würde jetzt der Name dann stehen, Dirk Böttcher oder was immer auch man da hinterlegt hat. Ich blätter hier weiter mal durch. Immer diese leeren Seiten, weil das ist immer die linke Seite. Wenn ich das Buch blätter, der Doppelseite, wäre dann wieder auf der rechten Seite das Inhaltsverzeichnis. Also das Inhaltsverzeichnis haben wir dann an Seite 5. Und ich sehe hier im Inhaltsverzeichnis schon mal, was drin ist. Ich sehe hinten auch die Quellenverzeichnis, Berufsverzeichnis, Ortsverzeichnis und so weiter mit Seitenzahlen, wo es denn zu finden ist und könnte mich jetzt hier durchklicken, wo kommen denn endlich die Daten? Und hier haben wir dann den Karl Beckmann mit den ersten Fotos. Dunkelblau, weil der Proband wird dunkelblau im Ahnenblatt immer farblich markiert. Das sind ja die Farbmarkierungen, die ich gewählt habe. Die ersten Personen sind zwar beide 1, aber dann 1a und 1b, ist aber auch in der Ahnenliste auch genau so gewesen. Die Daten, man sieht hier bei den Eltern, vielleicht muss ich noch dran zoomen, sehe ich, dass ich hier bei den Eltern jetzt Nummern habe, also Eltern Doppelpunkt, Arthur Beckmann 2, Regina Wilner 3. Dann habe ich hier weitere Bilder, die dort hinterlegt waren bei der Person und hier habe ich diese Familiengrafiken wieder drin. Die kommen ab der ersten Ahnenreihe, weil da habe ich jetzt hier den Josef Beckmann und mit seiner Frau und dann sind hier die Kinder und dann sind da nochmal die Eltern von diesem Ehepaar. Und dann Nummer 2 und 3. Ich habe auch immer die Nummern hier in den spitzen Klammern hier. Hinter dem Geburtsdatum sind immer in spitzen Klammern auch die Nummern. Also ich kann genau die Personen anhand der Nummern auch wiederfinden. Ich sehe also dann auch die Nummer 4 und die Nummer 5 gibt es und so weiter. Irgendwo wird es wahrscheinlich dann auch irgendwie wieder dünner werden. Und ja, da habe ich auch noch vollständig. Und da sehe ich schon, kommen die ersten Personen, der Jakob Willner, der hat zum Beispiel, da sind die Eltern nicht mehr bekannt und da sind dann noch von seiner Frau die Eltern bekannt und so weiter, dann wird es dann irgendwann dünner. Und am Ende, da habe ich auch wieder die Farbmarkierung, also was hatte ich gesagt, die Ausgangsperson ist dunkelblau, dann ist an der Stelle ist ein helles Blau, es ist die väterliche Linie, die mütterliche Linie ist dann rot dargestellt oder rot markiert. Ist eigentlich auch ganz nett, aber wir wollen ganz am Ende nochmal gucken. Ich blätter mal ganz schnell vor und da ist das Quellenverzeichnis. Es sind hier an dieser Stelle 6 Quellen, die dann verlinkt sind, wo ich dann kleine Nümmerchen habe. Und hier ist das Berufsverzeichnis mit den
Seitenzahlen, wo ich dann diese Person finden würde. Ein Ortsverzeichnis mit den Seitenzahlen und den Personen, so wie ich es haben wollte. Und das Namensverzeichnis wollte ich zweispaltig haben, ist es jetzt auch. Und da sind auch wieder die Seitenzahlen mit dem Namensverzeichnis jetzt zu finden. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil diese Farbmarkierung habe ich ja nur im Vorfahrenbuch. Die kommt eigentlich, weil ich die auch im Navigator hier aktivieren kann über diesen Farbeimer, den es hier gibt. Wenn ich das markiere, dann wird vielleicht ein bisschen klarer, was das bedeutet. Dunkelblau, sagte ich, ist die Ausgangsperson. Hellblau ist die väterliche Linie. Grün wird dann die väterliche Linie der Großmutter. Dann die mütterliche Linie ist rot und dann da dort mütterlich Großmutter oder großmütterliche Linie, kann man was sagen, die ist dann gelb markiert. Und so ist die Markierung dann, die Farbmarkierung dann auch in dem Buch dann an. Diese Farbkodierung gibt es nur für die Vorfahren, fürs Vorfahrenbuch. Beim Nachfahrenbuch gibt es keine Farbmarkierung. Da sind auch weniger Optionen. Auch Partner darstellen kann ich hier als Option wählen, die Generation beschränken und ich kann hier die Nummernsysteme auswählen. Wir hatten bei dem anderen fortlaufenden Kekulé, was haben wir hier? Wir haben fortlaufend Henri, Henri modifiziert, Saragossa, Daboville. Also da gibt es nochmal ganz andere Nummernsysteme. Da geht es ja nicht darum, die Eltern und so weiter durchzunummerieren, sondern es werden die Nachkommen durchnummeriert. Und da haben sich schlaue Köpfe in der Vergangenheit Gedanken gemacht. Das ist der Herr Henri und ein Herr Daboville. Und die haben sich so Gedanken gemacht, wie macht man das denn am besten? Und haben dann im Prinzip immer geguckt, beim wievielten Kind bin ich jetzt? Also wenn ich jetzt eine Person habe mit drei Kindern, dann ist die Ausgangsperson die 1 und das erste Kind kriegt dann 1,1, das zweite Kind 1,2, das dritte Kind 1,3. So kommt jede Generation eine weitere Ziffer hinten ran. Also weiß man denn, 1,3,2 bedeutet dann das zweite Kind des dritten Kindes von Ausgangspersonen. Wer das genauer wissen will, kann das immer in der Hilfe nachgucken. Die Hilfe erreiche ich immer über das Fragezeichen. Wir klicken einfach mal drauf, dann kommt die Hilfe. Und da kriege ich zum Nachfahrenbuch auch so ein paar Informationen. Achso, da ist es, da bei den Namensvarianten, hier Fortlauf und so weiter. Hier gibt es Informationen zu den Nummernsystemen. Jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, das müsste man dann vielleicht wirklich mal, vielleicht auch auf den Seiten von CompGen mal nachschlagen. Aber da gibt es so ein paar Unterschiede, weil wenn ich das immer mit Ziffern mache, habe ich das Problem, bei 9 funktioniert es noch, aber beim 10. Kind wird es vielleicht schon schwierig, weil ja, dann weiß ich ja nicht mehr zwei Ziffern, wie gehe ich jetzt damit um? Und da gibt es halt zwei Varianten. Entweder füge ich zwischen jeder Generation Punkt ein, das wäre hätte denn die Variante hier Saragossa, oder ich füge Klammern ein und das wäre die Variante Henri modifiziert. Also hätte ich hier sowas wie 1, 2 in Klammern 11, weil da das 11. Kind war. Und damit man erkennt, dass die 11 als einzelne Zahl ist, wird sie in Klammern gesetzt. Alternativ aber auch mit Punkten versehen. Kann man so machen. Ich finde es persönlich immer, dieses Fortlaufende reicht mir eigentlich völlig. Aber wir machen mal so ein Nachfahrenbuch. Wie sieht das jetzt aus? Und machen das jetzt auch nochmal. Und so sieht jetzt das Nachfahrenbuch aus. Letztlich auch mit Vorwort. Das kann ich ja auch abwählen. Inhaltsverzeichnis. Und ja, dann die Generation hier, die Ausgangspersonen. Auch wieder die kleinen Familiengrafiken im oben drin, die Grafiken. Also es ist die Fotos drin. Sieht letztlich gleich aus. Hier sieht man dann auch die quadratischen Profilbilder. Das kann ich auch abwählen und kann sagen, nicht quadratisch, denn wäre das hier nicht quadratisch, sondern im Hochkantformat oder auch hier in den kleinen Familiengrafiken, da wird das auch verwendet, da kommen auch die Profilbilder immer zum Zuge. Von daher ist das da schon, finde ich immer ein bisschen netter, wenn es einheitlich aussieht. Die Platzhalter, es gibt ja auch so Platzhalter für Personen, wo ich kein Bild habe, das wird aus den Platzhaltern genommen, die ich auch für Tafeln hinterlegt habe. Also da kann ich ja auch für Personen, wo ich kein Foto hinterlegt habe, mir hier Platzhalter wählen. Das könnte ich also auch ändern. Das ist ja unter den Optionen. Gehe ich da einmal ran. Bei Tafeln ist das in diesem Falle unter Bilder. Und da sind halt genau die Grafiken, die ich jetzt hier habe. Da gibt es auch andere zur Wahl. Ich könnte jetzt hier auch sowas nehmen und klicke auf OK und dann würde er mir die ändern. Also das ist da durchaus auch möglich. Wenn ich da ein bisschen moderner sein will oder wie auch immer. Und wenn ich auch genau hingucke, sehe ich auch, da muss ich aber wirklich genau hingucken, es ist
bisschen angedeutet, dass die Männer immer hier in Blau und die Damen hier immer in einem Rotton die Striche haben. Ja, das ist eigentlich das Nachfahrenbuch. Und jetzt wird es nochmal richtig interessant. Jetzt gucken wir uns nämlich die dritte Variante an, das Familienbuch. Da haben wir ja schon mehr Optionen. So, was haben wir da denn zur Auswahl? Für Ortsfamilienbücher untypische Optionen ausblenden, gibt es da zum Beispiel. Ja, was bedeutet denn das? Warum habe ich das gewählt? Weil hier unten alle Optionen für alle Bücher gelten, musste ich da so einen Trick im Prinzip anwenden, weil es gibt bestimmte Sachen. In Ortsfamilienbüchern hat man eigentlich eher untypischerweise Fotos oder Bilder. Deshalb, wenn ich hier bei Darstellung mal gucke, da wäre sonst hier eine Option für Bilder gewesen. Die kann ich hiermit ein- und ausblenden. Wenn ich die jetzt hier ausblende oder einblende, sehe ich, es geht um die Familientafeln, diese kleinen Grafiken. Die finde ich vielleicht gerade schick, aber bei Familienbüchern oder Ortsfamilienbüchern, die vielleicht viele hundert Seiten haben, es geht um Platz, es soll Platz gespart werden, dann sind so eine Familientafeln völlig überflüssig. Auch alle Bilder zu haben, ist auch völlig überflüssig. Profilbilder quadratisch, monochrom, das bezieht sich auch nur als Option nochmal zusätzlich auf Bilder. Also das fällt alles weg, wenn ich hier diese Option wähle. Was noch wegfällt, hier sind auch zwei Verzeichnisse, die wegfallen. In Ortsfamilienbüchern hat man nicht unbedingt Quellen als Verzeichnis hinten. Die hat man vielleicht, aber die sind dann im Text drin. Die sind auch extrem kurz oftmals. Und Berufe, da legt man eigentlich auch nicht Wert. Kann man aber sich einblenden lassen. Also das ist eine Option, aber standardmäßig ist das erstmal deaktiviert. Dann hat man kein Berufsverzeichnis drin. Sortierung der Personen, da gibt es hier zwei Varianten, Name komplett und alphabetisch dann chronologisch. Heißt, alphabetisch würde wirklich nach Nachname, Komma, Vorname sortieren. Bei alphabetisch dann chronologisch ist es dann der Nachname oder Geburtsname und innerhalb des Geburtsnamens dann den Ältesten zuerst. Kann durchaus Sinn machen, wenn man eine gewisse Chronologie drin haben möchte, weil man hat immer unter der Person oder unter der Familie dann die Kinder und dann würden die dann gleich folgen, hat seinen Reiz. Datenschutz kann ich hier auch nochmal explizit anwählen, indem ich sage, okay, ich kriege ja in einem Familienbuch alle Personen, also komplett alle Personen, die ich hier jetzt habe in meiner Familie angezeigt, als Buch dargestellt und ich möchte die Lebenden da möglichst nicht drin haben. Dann kann ich hier ein Häkchen setzen bei Datenschutz. Hier komme ich auch direkt zu den Optionen und da sind die Optionen auch schon. Und die sind auch sehr aufgeräumt. Die habe ich stark zusammengefasst. Es geht hier ein Alter, ab dem eine Person ohne Todesdatum als verstorben gilt. Also wenn ich kein Todesdatum habe, gilt einer, der vor 120 Jahren geboren wurde, als verstorben. Ich habe mich da ein bisschen orientiert an Guinness Buch der Rekorde. Da war irgendwie ältester Mensch 122 Jahre. Also von daher habe ich bei 120 kann man auch ändern. Oder Sperrfrist nach dem Tod, dass man vielleicht nicht möchte, dass ein gerade Verstorbener schon dann in einem Buch erscheint. Dann kann man den nochmal festlegen nach 30 Jahren. Oder kann man auch untersetzen, 10 Jahre soll es dauern, bis eine verstorbene Person dann auch in so einem Buch erscheint. Das kann man an der Stelle ändern. Unter Details kann ich hier nochmal einstellen, ob bei Kindern ein Zeichen für das Geschlecht eingefügt werden soll. Das werden wir dann auch gleich nochmal sehen, wie das dann aussieht. Letztlich ist da nur ein Zeichen. Macht dann Sinn, wenn die Namen vielleicht ungewöhnlich sind oder die Namen vielleicht auch nicht bekannt sind teilweise, aber das Geschlecht hinterlegt wurde, dann hat man ein Zeichen. Das sind diese typischen männlich-weiblich Symbole, die dann dort eingefügt werden. Verweis auf Eltern, weiterhin um Kindpositionen. Das ist schon sehr speziell, aber das muss man dann genau sehen. Die Familien sind ja alle durchnummeriert und wenn man auf die Eltern verweist, dann kann man auch noch die Kindposition, dann hätte man irgendwie Familie 5.3, weil es das dritte Kind der Familie 5 war. Ansonsten würde dann nur eine 5 stehen und man muss selbst suchen, welches Kind jetzt an der Stelle gemeint ist. Bei Heiraten, normalerweise bei Ortsfamilienbüchern, tippt man vielleicht ein ganzes Kirchenbuch ab, dann hat man sowieso es nur mit kirchlichen Heiraten zu tun, aber wenn man jetzt die Mischung hat zwischen kirchlich und standesamtlich, kann man hier ein Häkchen setzen, dann wird ein K oder ein S eingefügt. Und bei der Heirat, dann kann man daran zumindest sehen, ah, okay, das war eine kirchliche oder eine standesamtliche Heirat. Religion und Beruf als Ereignis einsortieren. Da hat jeder seine eigenen Vorstellungen, wer Ortsfamilienbücher erstellt. Manche möchten das direkt hinter dem Namen haben, Religion und Beruf als Fakt der Person.
Aber ich habe auch schon gesehen, dass man das gerne auch einsortiert haben möchte. Ein Beruf soll aber erst dann nach der Taufe kommen, weil das chronologisch einfach korrekter ist. Und dann steht Beruf, Doppelpunkt und dann der Beruf oder auch bei der Religion. Kann man jetzt so machen. Man hat die Wahl. Filter. Und hier wird es dann interessant. Hier kann man nach Orten oder nach einem Namen filtern. Aber wir schauen uns überhaupt erstmal so ein Buch an. Wir lassen die Filter mal außer Acht und machen mal ungefiltert mal ein Familienbuch. Das ist natürlich ein klitzekleines Familienbuch. Wir haben hier 62 Personen. Das ist nichts. Wir haben es ja bei echten Familienbüchern oder Ortsfamilienbüchern gerne mal mit mehreren tausend Personen zu tun. Also von daher schauen wir mal, wie es denn jetzt auch aussieht. Und so sieht schon mal das Deckblatt aus. Wir haben hier eine Jahreszahl dann auch immer darunter. Ahnenblatt berechnet automatisch. Was ist das älteste Ereignis und was das neueste Ereignis? Also wir haben hier Ereignisse von 1760 bis 2005. Das wird Familienbuch genannt. Ersteller, wie gehabt, würde hier auch mit E-Mail und Telefonnummer erscheinen, wenn ich es dann eingegeben hätte. Dann wieder eine leere Seite, könnte ich aber ja auch deaktivieren als Vorwort, genau das Gleiche. Und dann Inhaltsverzeichnis, das ist hier ein bisschen übersichtlicher, da ist jetzt nicht so viel. Wenn man sich vorstellt, man hätte wirklich viele tausend Personen in so einem Buch, dann macht das keinen Sinn, wenn das schon rein das Inhaltsverzeichnis über 100 Seiten geht. Hier ist nur die Familiendaten beginnen ab Seite 7, ein Ortsverzeichnis und ein Namensverzeichnis haben wir jetzt hier. So, die Daten sind jetzt ein bisschen anders aufbereitet. Es sind die Familien durchnummeriert, nicht die Personen, also die Minna Lena, die an quasi die zweitgenannte Person ist, hat nicht die Nummer 2, sondern die gehört einfach im Prinzip als Anhängsel zu ihrem Mann hinzu. Und so geht das auch weiter. Und dann sehe ich hier die Kinder. Und so könnte ich zum Beispiel, was ich sagte mit der Kindposition, das versteht man dann vielleicht hier bei Gregor Beckmann zum Beispiel. Gregor Beckmann hat die Nummer 5. Nummer 5 bedeutet, bei der Nummer 5 sind die Eltern zu finden. Jetzt gucke ich bei 5. Da sind die Eltern, Beckmann und Willner. Okay, wo ist jetzt das Kind? Das ist ja hier auch genannt. Was war das? Gregor. Also der Gregor hat die Nummer 2. Wenn ich jetzt die Kindposition mit angeben könnte, das war eine der Optionen, die ich da hatte, würde hier bei Gregor Beckmann hier oben nicht 5 stehen, sondern 5.2. Dann wüsste ich, okay, den Gregor Beckmann findest du in der Familie 5 an Position 2. Viele halten das für überflüssig, aber man kann es zusätzlich halt einblenden lassen. Was wir auch sehen hier, die Symbolik hier bei den Kindern, hier bei den Gregor, da ist dann hier so ein männliches Symbol und hier auch ein männliches Symbol. Also diese Symbole werden hier eingeblendet. Gertrud, Katharina, die ist hier weiblich dargestellt. Es werden nur die Namen dargestellt bei den Kindern, es sei denn, es gibt abweichende Nachnamen. Also da gelten ein bisschen andere gestalterische Richtlinien. Also die Nachnamen finde ich jetzt hier nicht zwingend, weil die ergeben sich automatisch. Man geht immer davon aus, dass der Name des Vaters übernommen wird. Ja, und so geht das hier mit dem Buch weiter. Hier sind nur die Daten, hier sind keine Bilder, hier sind Ortsverzeichnisse. Unterschied zu den anderen Büchern, die wir hier haben, diese Nummern sind keine Seitennummern mehr. In diesem Falle sind das Nummern der Personen. Also von daher würde ich jetzt nicht auf Seite 4 oder 15 und so weiter die Daten finden, sondern diese Person, die hier genannt ist, hat die Nummer 4 oder ist an der Stelle Nummer 4 dann zu finden in dem Buch. Ja, ansonsten sieht das ja hinten ziemlich ähnlich aus. So, nun wollen wir mal sehen, wie sieht das Ganze dann aus. Das war jetzt eine erste Seite. Gucken wir mal. Familienbuch. Okay, alles klar. Jetzt gucken wir mal die Filter, die wir hatten. Die haben wir jetzt noch nicht ausgereizt. Filter. Beim Namen habe ich einen Namensfilter. Und jetzt kann ich hier aber zwar was eingeben. Ich könnte jetzt hier Beck eingeben. Das ist wie auch in allen anderen Namensfeldern, kriege ich Vorschläge schon gleich geboten. Das kann ich so akzeptieren. Oder ich kann ja über Auswahl gehen. Und die finde ich eigentlich persönlich sehr pfiffig gemacht. Ich habe hier nämlich die Sortierung gleich nach der Häufigkeit. Ich sehe also, Beckmann gibt es 19 Personen, Koch gibt es 5 Personen, Müller 5 und so weiter. Wenn ich jetzt eine Datei vor mir habe, die ich gar nicht mal so im Detail kenne oder auswerten kann oder was auch immer, dann habe ich hier die Möglichkeit, einfach mal den häufigsten Namen, also den erkenne ich sofort. Ich klicke drauf, er wird mir hier gleich eingetragen. Und so kann ich mir ein Buch erstellen über alle Beckmanns. Ich habe jetzt Familienbuch Beckmann und da kommen jetzt in dem Buch auch nur die Beckmanns vor, plus angeheiratete Personen. Dementsprechend sind das halt weniger Personen. Ich habe hier im Prinzip nur 2 Seiten an Daten. Oder waren es jetzt vielleicht sogar 3 Seiten? Aber nee, 2 Seiten waren es. Relativ wenig Daten.
Und ich hatte aber noch da weitere Optionen. Was war das dann noch? Und zwar habe ich noch Optionen komplett Wortanfang und Wortteil. Was soll mir das denn sagen? Und da habe ich dann die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ich das bei dem kriege, ich es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt hin. Da habe ich jetzt kein gutes Beispiel. Ich gucke gerade mal, doch, das müsste. Ah, doch, das geht. Bei Wortanfang könnte ich jetzt, wenn ich jetzt ein B eingebe, sehe ich, oh, Wortanfang, nimm mir alle, die mit B anfangen, und dann kriege ich hier Beckmann und Bremer sogar angezeigt. Und bei Namen macht das vielleicht weniger Sinn. Bei Wortteil kriege ich sogar noch Lilborn und Weber angezeigt, weil das B jetzt irgendwo drin vorkommt. Habe ich sogar vier Namen. Wir nehmen aber trotzdem nochmal den Beckmann, weil eine Sache haben wir völlig übersehen. Was hat er jetzt anders gemacht? Er hat den Namen Beckmann auch schon gleich auf die Startseite gebracht. Also es das heißt nicht nur Familienbuch, jetzt heißt das Ganze auch Familienbuch Beckmann. So, jetzt wird es aber nochmal richtig interessant, nämlich mit dem Ortsfamilienbuch. Das ist nämlich nichts anderes als ein Familienbuch, weil ich hätte auch hier draufklicken können, gefiltert nach Ort. Und ich kann bei der Auswahl, auf den Button Auswahl geklickt, kriege ich auch wieder alle Orte gelistet nach Häufigkeit. Hier ist jetzt Allenstein noch nicht so überragend. Ich habe jetzt sieben Personen, die mit Allenstein zu tun haben. Und wähle das mal aus. Ein Ort wird mir angezeigt. Ja, alles klar, okay. So, und dieser Ortsfilter, der hat ganz genau vier Funktionen. Und zwar filtert er mir alle Personen, die irgendein Ereignis haben, was als Ortsbezeichnung Allenstein drin vorkommen hat. Wir erstellen das Buch einfach mal. Ortsfamilienbuch Allenstein. Jetzt kommen auch nur die Personen vor, die mit Allenstein zu tun haben. 1864, die Jahreszahl hat sich auch schon mal geändert. So, das ist eine Funktion. Es wird gefiltert. Es wird dieser Name hier vorne auch geändert. Es heißt jetzt Ortsfamilienbuch Allenstein, Ostpreußen. Und das Vorwort haben wir auch. Und Inhaltsverzeichnis, da habe ich als ersten Eintrag Allenstein drin. Was ist das dann? Und ich habe hier tatsächlich dann, dadurch, dass ich Allenstein ausgewählt habe, eine Ortsseite drin. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Wo kommen denn die Daten her? Also so würde ich normalerweise, aber würde ich ein Ortsfamilienbuch würde ich so erwarten, dass in einem Buch auch mal ein bisschen Hintergrundinformationen zum Ort drin stehen. Und das habe ich hier sogar. Wo kommen die Daten her? Die kommen ganz einfach aus der Ortsverwaltung. In der Ortsverwaltung kann ich Bilder hinterlegen, ich kann den Namen hinterlegen, ich kann Notizen hinterlegen, ich kann Quellen hinterlegen. Ich könnte den ganzen Wikipedia-Artikel hier reinkopieren. Ich kann es nicht formatieren, den Text. Es ist ein normaler formatierter Text, aber ich kann schon Zeilenumbrüche und sowas. Und ich finde, das sieht so gar nicht. Ich habe die Koordinaten hier, ich habe eine GoF-Kennung mit drin. Also alle Daten, die ich in der Ortsverwaltung habe, werden mir hier auf einer so einer Seite gezeigt. Auch alle Bilder, die ich hinterlegt habe, das könnten auch mehrere sein, werden mir hier gleich gezeigt. So, und ja, jetzt kommen die Familiendaten. Und das sind in diesem Fall nicht so viel. Und die vierte Funktion, die ich habe, dadurch, dass ich Allenstein ausgewählt habe, im Ortsverzeichnis taucht Allenstein jetzt nicht mehr auf. Das mag auf den ersten Blick vielleicht verwirren, aber wenn ich davon ausgehe, ich mache ja ein Ortsfamilienbuch genau für den Ort, weil alle beinhalteten Personen mit diesem Ort zu tun haben, muss ich ja nicht noch im Ortsverzeichnis diesen Ort nennen und alle Nummern aller Personen hier nochmal auflisten. Also das würde nur Platz kosten. Von daher völlig überflüssig. Deshalb wird das an der Stelle dann auch weggelassen. Und dann haben wir Namensverzeichnis und so weiter. Ich kann die Schriftart, das habe ich gar nicht gezeigt, aber die kann ich selbstverständlich, kann ich die auch ändern. Wenn das ein bisschen langweilig aussah, kann ich mir auch eine schönere Schrift oder auch eine andere Schriftgröße oder was auch immer, kann ich hier auswählen. Und ich kann das Ganze dann auch so als Ortsfamilienbuch mit dieser Seite hier. Und wir gucken nochmal nach. Finden wir das wirklich in einer Ortsverwaltung? Schauen wir mal rein. Ortsverwaltung, die ist hier. Orte, der Globus, Allenstein. Und was ist dort hinterlegt? Da ist als Medium ist ein Bildchen hinterlegt. Okay, mit einem Text. Okay, alles klar. Quelle war hier ein Wikipedia-Link. Oh, Links, die ich ja jetzt auch anklicken kann. Ich könnte jetzt auch hier hingehen und den ganzen Text hier rauskopieren und sagen, ja, okay, kopieren wir das mal hier so in den ersten Block oder sowas raus. Und dann könnte ich den jetzt hier reinsetzen. Aber hier stehen auch schon Informationen drin. Könnte ich noch weiter füttern. Und Ziel ist es halt einfach, ich kann das jederzeit wiederholen. Also wenn ich
das wirklich so gefüllt habe mit dem Vorwort, mit dem Ersteller, mit der Ortsverwaltung. Und ich gehe am nächsten Tag hin und stelle fest, ich möchte das nochmal machen, ich habe da irgendwie einen Fehler gemacht oder mit einer anderen Schriftart oder was auch immer. Ich kann das sofort, ohne dass man irgendwo jetzt mühsam nacharbeiten muss, das Verzeichnis nochmal aufarbeiten muss. Also wenn ich da, ich habe teilweise Videos gesehen, wie einige Leute Ortsfamilienbücher erstellen. Es kann sehr aufwendig sein, weil man muss zwischen mehreren Programmen jonglieren, man muss hier und da was einfügen, Inhaltsverzeichnis neu aufbauen, Verzeichnisse, Namensverzeichnisse neu aufbauen und so. Bei jeder Änderung, das ist wirklich ja aufwendig. Und so aus meiner Sicht hat man schon mal eine sehr, sehr gute Basis, um sowas zu erstellen. Vielleicht sind die Zeilenumbrüche nicht immer korrekt oder sowas. Habe ich nämlich auch jetzt kürzlich gelernt, dass es da Besonderheiten gibt, aber nochmal ganz kurz gezeigt. Die Speicherformate, ich habe hier die Formate PDF, dann könnte ich es mir gleich anschauen. Ich kann es auch gleich per Mail jemand zuschicken oder was auch immer. Ja, wenn ich mir eine PDF erstelle, das sieht ja aus wie gedruckt. Oder Word-Dokument, dann wird es halt in Word-Format, DocX-Format gespeichert. Ich kann es in einer Textverarbeitung aufrufen und ich kann dann irgendwelche Sachen nachbearbeiten. Ich könnte dann das Vorwort vielleicht umfangreicher gestalten oder schicker machen oder was auch immer. Oder ich könnte, ja, Zeilenumbrüche, die vielleicht nicht ganz treffend sind oder passend sind, kann ich nochmal korrigieren und so weiter. Was immer passt, also wenn man das auch in Word öffnet, dieses Inhaltsverzeichnis, hier sind ja Seitennummern drin oder auch diese Namensverzeichnis, na gut, die haben jetzt keine Seitennummern, aber das würde beim Vorfahrenbuch würde das zutreffen. Die Seitennummern, die dort hinterlegt sind, die würden auch, wenn man es mit Word öffnet, erhalten bleiben. Also die gehen da nicht flöten. Wenn man irgendwo mittendrin Seiten einfügt, dann würde sich das, wenn man das dann aktualisiert, das kann man in Word, kann man auch solche Dokumente wieder aktualisieren und die Seiten nochmal neu berechnen lassen, würden auch die Seitenreferenzen alle erhalten bleiben. Ja, das war der Rundumschlag der Neuerungen von Ahnenblatt 4 münden bis hin zum Ortsfamilienbuch. Und damit bin ich dann am Ende meines vorgesehenen Vortrags. Na, da sagen wir mal Dankeschön, Dirk. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, mir ist aufgefallen, wenn ich die GetCom importiere in Ahnenblatt, dann verschwinden meine in dem alten Programm oder GetCom angeklickten Profilbilder und ich muss die in Ahnenblatt jedes Mal neu das Profilbild aussuchen. Wenn also mehr wie ein Bild da ist, dann nimmt er nicht das bisher ausgewählte Profilbild. Gibt es dort eine Möglichkeit, dass die Profilbilder, die aus, sagen wir mal, aus TNG, Heredis oder wo auch immer in der GetCom drin sind, dass die in Ahnenblatt auch wieder als Profilbild erkennbar sind? Weil Ja. jetzt kommt eine Urkunde, die liegt zuerst und das Profilbild liegt in den Medien, sagen wir mal, als anstelle 5. Dann muss ich jetzt nach dem Import immer die Profilbilder einzeln anklicken und als Hauptbild dann kennzeichnen. Obwohl die in der GetCom eigentlich als Profilbild gekennzeichnet sind. Ach so, es geht um die Profilbilder. Die Bilder sind Ja. als solches da, aber die Profilbilder als solches sind nicht erkannt. Okay. Ja, das ist natürlich, was soll ich sagen? Also es gibt keine einheitliche Absprache oder es gibt keine einheitliche Regel für, was ist jetzt das Standardprofilbild. In Ahnenblatt ist das so, ich klicke einfach mal auf das Bild, dann lande ich auch immer automatisch im Dialog hier und bei den Medien. Ich kann hier ein Hauptbild Genau. festlegen. Das machen nicht alle Programme oder nicht alle gleich. Also da hat jeder seine Unterschiede. Die machen das teilweise mit Reihenfolge der Bilder, dann ist das erste Bild oder so eine. Da müsste man im Detail mal gucken. Also Okay. wenn es da irgendwie speziellen Fall gibt und Sie sagen, das ärgert mich aber jedes Mal und das müsste doch so einfach sein und in der GitCom-Datei steht doch sowas auch drin, dann mailen Sie mich nochmal direkt an und irgendwie mit einer kleinen Beispieldatei und dann finde ich das vielleicht und kann das nochmal optimieren, wenn es dann eine Möglichkeit gibt. Es gibt Genau, nicht weil immer das eine ist sehr Möglichkeit, aber. aufwendig, wenn man 3000 Personen mit neuem Profilbild versehen muss. Gut, Kann okay, das ich war absolut meine verstehen. Frage. Danke. Sind aber immer muss man immer verstehen, bei GetCom sind immer zwei Programme beteiligt, das eine was abgibt, das andere was aufnimmt und
Wenn nicht alles drinsteht, habe ich auch keine Chance. So hat man zum Beispiel so gut wie keine Chance, Fotos oder Bilder von Ancestry zum Beispiel dazu übernehmen, weil die wohl neuerdings auch gar nichts mehr reinschreiben, was Bilder betrifft. Also von daher hat man da gar keine Chance mehr. Ich habe eine Frage zur Suche, und zwar zu dieser allgemeinen großen Rundumschlagsuche. Wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Vornamen eingebe, irgendwie, weiß ich nicht, Johanna, dann finde ich auch in alle möglichen, also werden aufgelistet als Suchergebnis auch alle möglichen Männer. Und ich habe noch nicht verstanden, nach welchen Kriterien das dann ist dann die Frau von dem Mann heißt oder eine Tochter von dem Mann heißt vielleicht Johanna. Also ich bin mit der Suche noch nicht so richtig glücklich geworden. Machen wir mal, ne? Wir wollen jetzt suchen nach, sagen wir mal, Mutieren. Sehe zu viele Hunde, die gibt es. Ich habe hier das eine, was ich habe hier unter Optionen, Ah. habe ich die Wahl zu bestimmen, in welchen Feldern er suchen muss. Ah, Mensch, das habe ich übersehen. Das ist nicht unbedingt einleuchtend, weil hier ist jetzt angehakt nur bestimmte Felder. Ich kann jetzt sagen, keine markieren und nehme nur die Namensfelder. Das ist der einfachste Fall, dann wird nur in Namensfelder. Na gut, in diesem Fall, er hat nur die Dorothea gefunden. Ja, Habe die ich also Optionen habe ich ganz übersehen. stark eingegrenzt. Wenn man dann aber wieder in allen Feldern suchen will, und da verlaufen sich manche Leute und sagen, ja, suchen wir mal Dorothea, egal wo steht, und dann markiere ich mal hier alle Felder. Ja, Irrtum, weil hier sind zwar Felder vorgegeben, es sind aber nur bestimmte Felder angeklickt. Wenn ich wirklich in allen Feldern suchen will, dann muss ich dieses Häkchen rausnehmen und jetzt sucht er in allen Feldern. Bisschen verwirrend vielleicht. Weil es sind hier ja nur Namensfelder, Beruf und sowas aufgeführt. Und keine Ahnung, wenn er jetzt in, was kann man denn noch für Felder, sagen wir mal Religion, was jetzt hier nicht explizit genannt ist, wird er nie finden, wenn ich jetzt nach evangelisch suche, weil er sucht ja nur in diesen Feldern, die ich hier explizit genannt habe. Wenn ich nach sowas suchen will, was hier nicht genannt ist, dann muss ich das Häkchen rausnehmen. Dann sucht er mir auch in, ja, allen Feldern. Ah, das war jetzt erhellend. Dankeschön. Aber ich möchte noch eine Frage anschließen. Bei der Familie, die ich gerade bearbeite, spielen die Paten eine wichtige Rolle, weil dadurch belegt werden kann, dass da ein familiärer Zusammenhang besteht. Jetzt habe ich das so schön alles aufgeschrieben und dann ist mir eingefallen, ich habe jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf, wer da jetzt rumgepartet hat bei dem anderen Familienzweig. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mir alle anzeigen lasse, die ich als Paten eingetragen habe? Ich habe sowohl die Namen in das Textfeld reingeschrieben, als auch die verknüpft, bei denen ich bei mir, bei denen klar war, um wen es sich handelt. Kann ich in dem Patentextfeld auch suchen mit der Suche, die wir eben gesehen haben? Ich könnte suchen, die Suche würde funktionieren. Nur da mir hier kein eigenes Feld angeboten Aber da wird, ist müsste die ich ja alle Frage, Namen was wissen. ich machen könnte, wäre eine Liste erstellen. Es gibt Listen Ah. zum Thema Paten, da gibt es hier Taufpaten. Ah, super. Das ist das, was ich Hier gesucht habe. chronologisch nach Taufe, dann wäre die älteste Taufe zuerst, nach Täufling alphabetisch oder alphabetisch nach dem Taufpaten. Also ich könnte jetzt nach Taufpaten suchen Super, das ist die und Lösung meines Problems. sortieren. Danke. Und dann hätte ich ja eine Liste. Das Gleiche geht übrigens auch für Trauzeugen. Da gibt es sogar noch eine vierte Option. Braut und Bräutigam. Okay, deshalb habe ich zwei Optionen hier. Machen wir mal, wie sieht es denn überhaupt aus hier? Habe ich überhaupt was? Ja, habe ich hier Essen. Nicht so viel. Jetzt hier ist eine Super. kleine Datei. Und da kann ich sehen, der Ewald Kowalski ist da und da Taufpate gewesen. Perfekt, Und weil das das kann stimmt. nämlich wirklich wichtig sein, um genealogische Zusammenhänge zu klären. Auch genau. Dankeschön, das war's. Werden die auch in die GetCom übernommen, ist dann die Frage aus dem Chat. Was, die Taufpaten? Ja, natürlich. Dankeschön. Es gibt in den Ahnenblatt sogar die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, ich habe hier die Taufpaten und ich kann die entweder als Text eintragen oder als Person. Und man sollte nun nicht beides machen, das würde in Listen immer doppelt gemoppelt aussehen. Aber ich könnte jetzt hier den Paul Müller mal eintragen. Den habe ich jetzt als Taufpaten eingetragen. Und dann sehe ich natürlich im Eingabedialog, okay, der ist Taufpate bei dem Karl Beckmann. Wäre ja cool, wenn das auch umgekehrt ginge. Warum kann ich nicht auch beim Paul Müller sehen? Und ich klicke mal hier drauf auf den und dann lande ich im Eingabedialog von Paul Müller. Und jeder, wo ich dann wirklich auch diesen Personenlink eingegeben habe, erscheinen dann hier so Symbole. Das ist jetzt für Taufpate. Darunter wäre vielleicht nochmal eins für Trauzeuge. Da habe ich jetzt keins. Aber da kann ich dann sehen, oh, der Paul Müller, wo ist der eigentlich überall Taufpate? Und dann sehe ich hier, klicke ich mal drauf, ah, hier, da, bei dem einen. Könnten auch jetzt mehrere sein. Da können auch zehn Personen jetzt hier drunter hängen. Da ist jetzt nur eine, ich klicke drauf, lande bei der. Also von daher kann ich so hin und her springen. Es ging mir um dieses Symbol hier, dass die werden eingeblendet. Also man hat nicht nur einen Verweis auf die Taufpaten, sondern auch von den Taufpaten zu den Kindern.
Ich habe eine Frage zu dem Thema vertrauliche Ereignisse. Meine Datei stammt ursprünglich aus einer Zweierversion und ich habe mich jetzt mal dran gemacht, die vertraulichen Ereignisse alle nachzutragen, sprich also die Ereignisse einfach als vertraulich zu kennzeichnen, die lebende Personen besprechen. So, dann habe ich also angefangen bei ganz vielen Personen und irgendwann dachte ich, okay, hast du diese Familie schon? Hast du diese Person schon mal umgetragen oder nicht? Und natürlich habe ich auch irgendwann an einem Tag Schluss gemacht und am nächsten Tag weitergemacht und wusste dann irgendwann nicht mehr, ui, welche Familien hast du jetzt umgetragen und welche nicht? Gibt es die Möglichkeit, habe ich nämlich noch nicht gefunden, alle vertraulichen Ereignisse beziehungsweise alle nicht vertraulichen Ereignisse als Liste aufzuzeigen, denn dann könnte ich ja gucken, was ich schon erledigt habe und was nicht. Ja, das wäre cool, ne? Das wäre cool, ja. Nee. Nee, gibt es so nicht. Nette Idee, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Was man machen könnte, wäre, wenn ich mir die Datei am nächsten Tag lade und ich weiß gar nicht, wo war ich denn eigentlich gestern? Ich habe doch irgendwas gemacht. Kann ich gucken über Extras und dann nennt sich das Änderungshistorie. Und da kann ich sehen, wann habe ich zuletzt was geändert. Und hier kann ich genau sehen, am 11.04. um die Uhrzeit habe ich bei Karl Beckmann was geändert. Das ist auch hier, also in der Reihenfolge schon korrekt, chronologisch. Von daher habe ich da zumindest einen Merker, okay, da war ich zuletzt, da habe ich was gemacht. Und da ich zuletzt auch nur vertraulich geändert habe, habe ich bei dem wahrscheinlich das schon geändert. Zum Verständnis, warum werden die Personen auch vertraulich gesetzt? Ich meine, ich kann verstehen, wenn man irgendwie sagt, eine unliebsame Schwiegertochter möchte man nicht in der Tafel sehen, aber gleich jetzt irgendwie alle Personen irgendwie durchzumarkieren, Nee, ist ja ein Riesenaufwand. Warum macht ich man habe das das? so verstanden, dass ich die Ereignisse zu lebenden Personen markiere, damit, wenn ich die mal versende, die da nicht drin erscheinen. Das war jetzt der Sinn oder liege ich da völlig falsch? In der Form gibt es sowas noch nicht. Ach so. Sondern dann Zumindest. habe ich irgendwas falsch verstanden. Was, wozu dient es denn dann? Gut, es dient dazu, sagen wir mal, unliebsame Personen auszublenden. Ne? Die unliebsame Schwiegertochter soll da jetzt nicht erscheinen oder irgendwie was, das schwarze Schaf der Familie. Ansonsten würde ich immer entweder über den Datenschutz gehen, das wäre jetzt hier Okay. beim Buch hatten wir ja das Thema Datenschutz, zumindest im Familienbuch kann ich das. Ja. Und ansonsten, wenn ich sage, okay, jetzt will jemand meine ganzen Daten haben und ich will nur die Lebenden ausschließen, dann Ja. würde ich, da habe ich vorhin gezeigt, Merkliste und sagen, okay, pack mir mal auf die Merkliste nur die Lebenden, nein, die Auswahl umkehren, also nur die Nichtlebenden, weiter, hau mir die alle auf die Liste, ich speichere mir die mal, ja, okay. 32 Personen von den 61 sind nicht mehr lebend und die speichern wir jetzt mal ab hier als separate Ahnendatei. Und Okay. dann kann ich die weitergeben. Gut, danke schön. Sie müssen ja jedes Mal nachjustieren, ja? 10 Jahre später ist dann vielleicht doch jemand wieder irgendwie, der nicht mehr vertraulich ist, weil er inzwischen verstorben ist oder so, keine Ahnung. Ja, wäre immer viel manueller Aufwand, aus meiner Okay. Sicht. Ja, okay, aber so wie Sie es mir gezeigt haben, ist natürlich einfacher. Das ist klar. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank für den informativen Vortrag. Was ich gesehen hatte, war, dass ganz oft Ahnenblatt nur den ersten Namen einfach als Rufnamen, Vornamen ausgibt und die anderen unterschlägt. Und ich habe ganz viele Johann Georgs, Johann Wolfgangs, Johann Anton, Johann sonst irgendwas. Gibt es da eine Option zu sagen, ja, ich will immer alle Namen sehen, egal ob in Ahnenliste oder Navigator oder sonst wo. Das stellt man überall separat ein. Im Navigator, rechte Maustaste in einem gelben freien Bereich und dann kann man hier angeben, nur Rufnamen anzeigen. Das ist hier schon mal deaktiviert. Okay. Im Eingabedialog gibt es dann hier die Optionen. Das sind diese so eine drei, weiß ich nicht, Regler. Wenn man da drauf klickt, gibt es auch was mit Vornamen, Namen, Rufnamen, nee, Moment, Namen in Kurzform bei Verwandten. Das wäre hier rechts auf der rechten Seite, Okay. dass man die kürzt. In Ausdrucken sollten die generell alle erscheinen. Bei einer Tafel, wenn man jetzt eine Tafel erstellt, dann gibt es hier bei Datenauswahl nur Rufnamen. Das kann man hier auch rausnehmen. Also es gibt an verschiedensten Stellen, muss ich dann sagen, das.
Was aber Okay. vielleicht helfen könnte, fällt mir dazu ein, es gibt die Möglichkeit unter Optionen, Extras, Optionen, Namensdarstellung, kann man sich hinter jedem Namen ein internes Personenkennzeichen anzeigen lassen. Das ist eine interne Kennung, die Ahnenblatt vergibt, eindeutige Kennung für jede Person. Die kann ich auch noch kürzen lassen, das macht Sinn, weil sonst ein AB immer davor steht. Ich kann die Kennung auch in Ausgaben verwenden oder im Navigator, aber in Ausgaben möchte ich es vielleicht gerade nicht haben oder so. Schauen wir mal, wie es aussieht. Und dann würde er, habe ich jetzt okay geklickt oder habe ich nicht okay geklickt? Da, jetzt sehe ich es. Ich musste einmal wegspringen. Dann kriege ich hier so ein I17, I16 angezeigt und dann habe ich eine eindeutige Nummer, wer was ist. Interessant ist es dann auch, man kann auch nach diesen Kennzeichen suchen. Man könnte jetzt auch hergehen und sagen, okay, jetzt suchen wir mal, wie sind denn die Nummer 15 für dich finden? Und dann würde er mir nur anhand der Nummer, mehr habe ich mir nicht gemerkt, nur die Nummer, welche sind das? Ach, da ist die Gesine Müller mit der 15. Wenn man eine Tafel erstellt, in dem Dialog hier, auf den Reiter Datenauswahl, also nicht Darstellung, sondern Datenauswahl und dann hier nur Rufnamen, das ist so standardmäßig angehakt, dann wird das raus. Habe ich hier mehrere Namen. Josef Arthur Wilhelm wird hier zum Beispiel genannt hier. Wenn ich dann noch möchte, dass der unterstrichen wird, wie bei Paul, Arthur, Ferdinand, da ist einer unterstrichen, dann muss ich den Rufnamen eingegeben haben. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Paten. Wenn ich also ein Kind anlege mit Geburtsdatum und schreibe da die Paten dazu, muss ich diese Personen auch als Person anlegen? Ja. Also, Aber wenn ich. von dieser Person habe ich ja im Prinzip dann nicht viel. Da steht halt Georg Müller, Bauer in, weiß nicht wo. Ja, klar. Also, ich hab die Wahl bei Taufpaten. Ich habe das jetzt mal in einem Eingabedialog hier aufgeklappt. Ich kann die Taufpaten als Text eingeben. Das wäre dann die Variante, wenn man nicht viele Daten hat und das eins zu eins vielleicht auch so abschreiben will, wie es im Kirchenbuch steht. Da steht vielleicht auch hier ein Johann Müller drin, was wir ja eben hatten, das Thema. Und wir wissen gar nicht, welcher Johann Müller das ist aus dem Ort. Aber wenn ich mir sicher bin, könnte ich auch alternativ, das ist immer eine Alternative, auch die Personen hinterlegen und dann sagen, gut, such mir mal eine aus der Familie aus oder leg eine neue Person an. Die Möglichkeit, ich habe beide Möglichkeiten habe ich. Ich kann das auch mischen. Ich kann auch in der Familie, der eine hat die Personen direkt hinterlegt, weil es direkte Verwandtschaft war und der nächste hat es nur als Text eingetragen. Ja, Und hier danke. als Info steht sogar der Hinweis, die Taufpaten entweder als Text oder als Person eingeben. Kann ich schnell hier zu dieser Maske eine Frage stellen? Da, wo Taufpate aufleuchtet, ist nebendran Notizen, Quellen und Medien. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen Reitern unten und den Reitern ganz oben? Oben Ja. sind nicht ereignisbezogen und unten ist immer ereignisbezogen. Also Notiz ist dann eine Notiz zur Taufe. Ah, Also dann okay. würde ich bei der Taufe eintragen, der Pastor war betrunken oder keine Ahnung. Und bei Quelle würde ich dann explizit oder bei Medien würde ich jetzt hier die Fotos einfügen von dem Täufling mit den Taufpaten, wenn ich das fotografiert habe, speziell zur Taufe. Oder die Kirche vielleicht. Einmal die Kirche fotografieren. Macht man viel zu selten. Ja, aber ich kann das ja auch bei dem Täufling dann als Bild eingeben. Dann müsste ich es oben in Medien Kannst unterbringen. auch hier oben eingeben, klar. Ja. Das oben ist eher für die Profilbilder, für allgemeine Bilder, die jetzt nicht zu speziell zu einem Ereignis passen. Ja, ich habe mal eine Frage zum GEDCOM-Export. Ja. Gibt es da eine Möglichkeit, bestimmte Sachen oder Ereignisse auszuschließen oder Quellen auszuschließen aus dem Export oder auch nur auf bestimmte Personen begrenzen? Nee, bestimmte Ereignisse rausnehmen oder so, das ist nicht möglich. Bestimmte Personen begrenzen. Ich habe das vorhin mal gezeigt, das geht dann darüber, wenn man zum Beispiel über die Merkliste das macht, sich Personen auf die Merkliste setzt, Nachfahren von oder sowas, ne, oder Vorfahren von und dann dieses separat abspeichert. Was am einfachsten auch immer geht, finde ich persönlich immer am einfachsten, ist über Tafeln. Man erstellt im Prinzip eine Tafel. Ich erstelle jetzt mal eine Ahnentafel, irgendwie von der Regina, okay, klar.
und habe hier nur so ein paar Personen und nur die interessieren mich und dann speichere ich das Ganze im Ahnendateiformat ab, also als separate Ahnendatei. Und dann werden mir wirklich nur diese dargestellt, und das sind hier 10, steht ja mal unten hier, 10 Personen in der Tafel von den 61, werden mir nur die 10 abgespeichert mit allen Daten, auch die, die ich jetzt hier nicht sehe. Also wenn die Hochzeit und so weiter haben oder keine Ahnung, ja, das, gut, die stehen ja auch da, aber sagen wir mal, weitere Ereignisse wie Berufe oder was hier nicht dargestellt wird, ist immer komplett alles in der Datei. Tafel, zu der habe ich nämlich eine Frage. Ich habe da schon rumgetan, auch mit den Tafeln, und habe versucht, die Kästchen so breit zu machen wie möglich, weil wenn jemand Johann Paul Georg Friedrich heißt oder mit Nachnamen Strachowitz von Kaltenhausen, dann sind die Schrifttypen ja unterschiedlich. Und ich habe rumgetan und habe keinen Weg gefunden, dass ich alles in einer Schrifttype habe, wenn auch lange Namen vorkommen. Das ist auch tatsächlich nicht vorgesehen in einem Blatt, oder? Prinzip ist es vorgesehen? Ja, aber zum Beispiel bei der Frau Willner da ganz oben, da sieht man ja schon den Unterschied. Also Genau, Johanna genau. Schöpkin, da ist ja ein Vorname größer geschrieben als Regina Martha Clara, obwohl das ja auch noch nicht so viel ist. Genau. Genau, machen wir Folgendes. Dann gibt es die Möglichkeit unter Optionen. Bei der Tafel kann ich sagen, gibt es eine Option, der Anteil der Personentexte, der verkleinert werden darf. Weil ich persönlich finde das eigentlich okay, wenn jetzt eine oder wenige Sachen da verkleinert werden und hier ist auf 10% eingestellt. Ich kann jetzt sagen, nö, ich will gar nicht 10%, null. Du darfst mir nichts verkleinern. Wenn ich das dann mache, dann ist die Schrift gleich groß. Die Rahmen, die Personenrahmen sind dadurch nicht größer. Die sind weiterhin, wie groß sind die jetzt hier? 40 mm, die werden nicht größer. Die Schrift wird halt dementsprechend kleiner. Ob man das jetzt gut findet, weil dann orientiert sich der Text oder die Größe der Schrift nach dem längsten Text. Und der längste ist jetzt hier, Regina Hertha, wenn der noch länger wäre, von Stratonitz irgendwas, dann ist alles entsprechend kleiner und nicht mehr lesbar. Und das finde ich manchmal nicht so toll, dann verzichte ich lieber auf einige lange, überlange Sachen. Dankeschön. Ich sage nochmal danke, Ja. Dirk, für die ja, mehr wie 2 Stunden. Ich habe mich zu bedanken für die Organisation und für die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Wir haben immer noch eine ganze Menge Zuhörer. Das heißt, das ist schon ein spannendes Thema. Und ich denke, die meisten, die dabei waren, die kennen das Abendblatt und sind gespannt. Jetzt, wer sich die neue Version noch nicht angeschafft hat, der weiß jetzt, was auf ihn zukommt, was er alles dafür bekommt für die Version 4, Demo-Version für das gerne Update. herunterladen. Genau. Ja, ausprobieren und Probieren kostenlos, genau. es ist ein spannendes Genealogieprogramm und man bringt sicher eine ganze Menge unter. Und wenn so spezielle Fragen sind, dann gibt es die Möglichkeiten, Forum und sonst. Ja. Wenn wieder was Neues ist, dann denke ich, sehen wir uns auf dieser Welle wieder. Der Dirk ist sehr aktiv, sehr fleißig und wir haben gesehen, es gibt ja immer wieder Spezialfälle und in der Softwareliste wird auch diskutiert. Da gibt es ja jetzt wieder so Adoptionen und was da so alles gibt und die seltsamen Konstellationen an Heiraten. Also für die Entwickler bleibt da auch immer noch genug zu tun, denke ich. Ja, in dem Sinne, vielen Dank von der ganzen Community und wir wünschen allen einen schönen Abend.